Gibt es jetzt eine Übersterblichkeit oder gab es im Jahr 2020 eine Übersterblichkeit? Ja oder nein? Das ist die große Frage in dem heutigen Gespräch und damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Steinzeit, liebe Zuschauer. Mein Gast ist bekannt unter dem Namen Erbsenzähler Marcel Bartz. Viele kennen ihn wahrscheinlich und er ist als Wirtschaftsinformatiker natürlich in der Lage, diese ganzen Zahlenkolonnen richtig einzuordnen und mit ihm spreche ich heute über diese große Frage, die über uns steht: Übersterblichkeit, ja oder nein? Hallo Marcel und liebe Grüße nach Brandenburg. Schön, dass wir Gelegenheit haben, mit dir in dieses so spannende Thema einzutauchen. Hallo Robert, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Wir sind uns persönlich begegnet, wir haben uns kennengelernt in Braunsbedra bei unserem letzten Kongress und da war uns relativ schnell klar, dass wir unbedingt dieses Thema von dir, die Aufarbeitung dieser ganzen unsäglichen Zeit, voranbringen müssen. Jetzt ist es soweit, wir wollen über deine Recherchen sprechen. Du hast einen Spitznamen bekommen, der ist ja eigentlich eher nicht so positiv konnotiert, ne? Also Erbsenzähler ist ja eher so derjenige, der so überpenibel ist, der so ganz genau hinschaut, der so eher den anderen so ein bisschen auf den Keks geht, ja so. Aber letztendlich bin ich froh, dass du ein Mensch mit solchen Anlagen bist und ich sehe es jetzt gerade eher positiv, dass du jemand bist, der doppelt hinschaut und das wollen wir machen. Also bist du glücklich mit diesem Erbsenzähler? Ich bin damit glücklich. Ich habe mir den Namen ja selbst gegeben, weil ich ein bisschen genauer hingeguckt habe und einige haben geschrieben, jetzt ist er gar nicht mehr so negativ besetzt, der Begriff. Und ah, dann ist verstehe. Es für mich völlig okay. Ich bin gern der Erbsenzähler. Ah, verstehe. Du hast dir das. Ah, okay, dann ist es doppelt gut, wenn du dir das selber gegeben hast. Ich dachte immer, das ist an dir hängen geblieben, weil du so ganz penibel bist. Also umso besser. Ja, und wie gerade in der Anmoderation gesagt, wir müssen diese Zeit einfach aufarbeiten. Was uns fehlt, sind einfach Zahlen. Du bist Wirtschaftsinformatiker und hast von Berufswegen her einen guten Umgang mit Zahlen. War das für dich schon immer sehr einfach, Zahlen in ein überschaubares Bild zu bringen? Ja, das hat mir einfach Spaß gemacht. Also spätestens an dem Zeitpunkt, als ich Excel kennenlernte, dachte ich mir, wow, was für ein mächtiges Tool. Und dann habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und mich auf die Zahlen konzentriert, habe da meine Diplomarbeit zugeschrieben, habe mit meinem Professor zusammen eine Firma gegründet und hatte dann ja ein kleines Unternehmen für Datenanalyse, Dashboards, Softwareentwicklung, ein paar Leute angestellt. Und das war einfach dann jahrelang mein Beruf. Deshalb weiß ich so ein bisschen, wie man Zahlen vergleicht und versucht das den Leuten zu zeigen, wie ich das mache. Sehr gut, weil ich gehöre zu den Menschen, die mit Zahlen so gar nichts anfangen können. Also rechnen kann ich auch noch und auch viele Dinge mit Zahlen schon gemacht, aber eine Zahlenkolonne oder Datenmengen in ein kongruentes Bild zu packen, da brauche ich Übersetzer wie dich. Und du wirst uns heute einen Vortrag halten über deine Recherchen und ich bemühe mich dementsprechend einigermaßen qualifizierte Fragen zu stellen. Und damit wir uns hier nicht verplaudern, würde ich sagen, lass uns doch gleich einfach in deine Präsentation einsteigen und dann bin ich schon sehr gespannt, was du uns da zusammengetragen hast. Also ich hatte mir überlegt, ich will eigentlich nur dieses eine Thema nochmal besprechen, dieses Thema Übersterblichkeit. Man kann natürlich viel über Zahlen sprechen, aber das ist was mich jetzt seit 2 Jahren beschäftigt. Und ich will mal ausführlich zeigen, was mich so umtreibt und warum ich hier jeden Tag so in die Tischkante beiße, wenn mich Sachen ärgern. Und ich denke, ich kann die so erklären, dass die jemand ohne Vorkenntnisse versteht, ohne Fremdbegriffe und wir einfach uns da stückchenweise durchhangeln. Und wenn ich irgendwie Quatsch erzähle oder was unverständlich ist, dachte ich, dann bremst du mich aus. So war der Plan. Yes, sir. Also, was ist Übersterblichkeit? Der Begriff sagt ja eigentlich, wir haben eine Sterblichkeit und irgendwas ist jetzt drüber. Also wir sind irgendwie übernormal. Aber was ist normal? Das ist eben das Problem an der ganzen Sache. Wenn du 10 Wissenschaftler fragst, bekommst du 10 Antworten, was normal ist. Und je nachdem, was der eine oder der andere für normal hält, hat er dann eben eine andere Zahl oder eine andere Größenordnung für die Übersterblichkeit.
Und das müssen wir einmal sortieren, oder das erklärt auch, warum da so viele verschiedene Ansätze unterwegs sind, ja, oder so viele verschiedene Zahlen rumgeistern und der eine das so sieht und der andere so. Was erstmal verwunderlich ist, weil die Anzahl der Toten in Deutschland, darum geht es ja nur, wir zählen nur die Anzahl der Toten in Deutschland, ja eigentlich eine feste Größe ist. Ich sage mal, die ist in Stein gemeißelt, da kann niemand dran rummanipulieren, die kann man auch nicht falsch verstehen. Wir haben für jeden Tag eine Zahl, so viele Menschen sind gestern gestorben, vorgestern gestorben, und wir müssen nur fragen, ist es jetzt viel oder wenig? Ist es jetzt mehr als im letzten Jahr oder weniger? Also eigentlich eine ganz einfache Fragestellung, aber die Antwort darauf, werden wir gleich sehen, ist gar nicht so einfach. Ich hatte mir so einen kleinen Ablauf hier gedacht. Also ich will mal zunächst sagen, wie ich zu dem Thema kam, meine Achterbahn der letzten 2 Jahre ein bisschen schildern und will dann mal zeigen, wie es in der Fachliteratur gemacht wird, also wie man Sterbefallzahlen vergleicht. Das ist nämlich nichts Neues, sondern ganz altes Wissen. Ich will mal zeigen, wie die Profis das machen, also DStatistik, das Deutsche Statistikinformationssystem in Wiesbaden, also das Statistische Bundesamt, wie die das berechnen, die Übersterblichkeit. Und dann gucken wir mal, was wir aktuell sehen, ob wir da, was ich eben oft höre, eine deutliche Übersterblichkeit haben seit dem Impfbeginn oder ob wir das nicht sehen. Da gucken wir mal gemeinsam drauf. Und zum Schluss dachte ich, mache ich dich und alle Zuschauer noch zum Ersthelfer. Also wenn wieder mal der Begriff Übersterblichkeit kommt, dann wisst ihr, wie ihr damit umzugehen habt. Also die Ausbildung gibt es dann heute hier. So wäre mein Vorschlag. Kriegen wir dann auch wie sagt man, eine Plakette, wie beim Führerschein damals, Ersthelferlehrgang. Jeder, der den Vortrag jetzt von dir anschaut, kriegt hinterher dann ein Zeichen, okay, Ersthelferausbildung bestanden. Genau, und das ist einfach ein Plakat, was du dir ausdruckst und in die Tasche steckst. Das ist sozusagen der Aufkleber oder an die Wand nageln kannst, weil das dann einfach so ein Fünf-Schritte-Plan, wie man dann umgeht, wenn der Begriff fällt. Okay, wunderbar. Also, bin sehr gespannt. Also. Also starten wir, ja. Ich habe ja gesagt, Achterbahn. Ich habe ja mal eine Achterbahn gemalt. Ich hatte dir erzählt, ich hatte mal eine Firma für Datenanalyse und so. Ich weiß ein bisschen, was ich da mache, aber ich hatte nie, wie soll ich sagen, nie Zweifel, in welcher Umgebung ich mich bewege. Also ich wusste immer, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten, wer sind die Spinner. Ja, weil hatte ich gar nicht erwähnt, mal die Laufbahn des Offiziers gewählt. Ja, Offizierslaufbahn, Spiegelleser, Fernsehgucker. Da war irgendwie die Welt völlig in Ordnung und sortiert. Ich wusste, wer der Feind ist. Der Tag hatte Struktur, wie Pispas immer so schön sagt, ja. Ja, und das ist sozusagen meine Achterbahn. Ich sitze in meiner kleinen Gondel, in meinem kleinen Wagen und alles ist ruhig. Bis 2000, also Corona, wir haben am Anfang hier noch Masken genäht und verteilt, ja, bis ich mich dann mit den Corona-Zahlen beschäftigt habe. Also die offiziellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt, vom DIVI-Intensivregister und so weiter hatte ich mir angeschaut. Eigentlich, weil ich einem Freund zeigen wollte, wo darin die Pandemie zu sehen ist, und habe die Daten so analysiert, wie ich es in meiner Firma damals immer gemacht habe, und habe gemerkt, ja, hier ist ja ein Fehler drin. Die wenden ja eine falsche Methode an, kann man doch gar nicht so darstellen. Und diese Fehler finde ich in Reihe, und die zeigen immer in eine Richtung, immer in Richtung Dramatisierung der Situation in 20 und später dann immer in Richtung Verharmlosung der Impffolgen. Und das kann doch nicht sein. Mathe ist Mathe. Wie kann man da so eine Zahlendreher reinhauen? Ja, das war sozusagen mein erster Looping, den ich gedreht habe. Wieso machen offizielle Einrichtungen solche dramatischen Fehler? Wie kann das sein? Und dann dachte ich, ich muss das veröffentlichen, habe so einen Vortrag auf YouTube gestellt. Das hieß Pandemie in den Rohdaten. Und ich dachte mir, entweder A, ist es richtig, was ich sage, und dann gibt es jetzt eine Riesendiskussion zu dem Thema und dann wird da korrigiert und so. Oder B, ist es falsch, was ich sage, und dann melden sich da ein paar Experten bei mir und sagen mir, guck mal, hier hast du dich vertan, da ist Faktor 10 weniger oder so, und dann korrigiere ich das und lösche sofort mein Video und alles ist wieder, meine Welt ist wieder in Ordnung, ja. Aber es ist weder A noch B passiert, sondern C. Und C hieß, es haben sich wirklich Fachleute bei mir gemeldet, und zwar nicht so knapp, aber immer mit der Botschaft, ja, natürlich hast du recht, und es ist sogar noch schlimmer, schau dir mal diese Kennzahlen an und diese, und willkommen im Club, ja, sowas habe ich dann, also E-Mails ohne Ende, die immer in diese, oder ja, fast alle in diese Richtung gingen.
Ja, von wirklich Leuten, also von Professoren und so, wo man weiß, okay, die haben jetzt nicht Langeweile und warten darauf, irgendeinem YouTuber da irgendwas zu schreiben und vor allen Dingen nicht lange E-Mails mit Anhang 1 bis 17 und so. Also das war der zweite Looping. Oh verdammt, ich habe recht und es ist sogar noch dramatischer und die Fachleute wissen das, aber sie sagen auch immer, nenn nicht meinen Namen. Ich habe hier nur noch so und so viele Jahre in der Hochschule. Ich muss hier aufpassen, was ich sage. Aber hier, du kannst meine Informationen gern verarbeiten. Ich muss mal die Aber du Frage wirst damit stellen, nicht durchkommen. die Markus Lanz schon tausendmal gestellt hat. Was hat das mit Ihnen gemacht? Was ist Deshalb das? habe ich dieses Achterbahnbild gewählt. Es hat mich vollkommen durchgeschaukelt und einfach mein ganzes Weltbild in Frage gestellt. Sozusagen, was ist denn hier los? Wir sind doch in der besten Demokratie aller Zeiten. Wie kann das sein, dass da Leute hinter vorgehaltener Hand immer, also Fachleute, ihr Fachwissen nicht in die Öffentlichkeit kriegen? Und wie kann es sein, dass hier amtliche Behörden solche Fehler machen und so? Also, ja, es hat mich völlig, also ich habe ja noch drei Loopings erlebt und danach, jetzt ist wieder alles ruhig, aber die Welt um mich herum hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Also mein Weltbild ist zerstört und ich muss wieder. Oder musste wieder ganz von vorne anfangen und zu überlegen, okay, wem kann ich hier noch vertrauen? Was ist hier eigentlich los? In welchem Land leben wir eigentlich und so weiter? Also da Du bin ich beschreibst immer noch gerade et am Sortieren. du beschreibst etwas, was vielen Menschen so gegangen ist, die jetzt zum ersten Mal mit einem Weltbild konfrontiert werden, das so ganz anders ist wie das, was sie bisher gewohnt waren. Nee, als das. Haha, jetzt habe ich es zum ersten Mal selber gehört, ja, das ganz anders ist als das, was sie bisher gewohnt. Ja, wie und als kann man hier in Bayern nicht unterscheiden, weißt du, so kriege ich immer Schimpf dafür. Auf Ich jeden Fall. glaube, wir haben da auch immer unsere Schwächen hier. Na, aber spannend, so haben wir uns ja auch kennengelernt und so habe ich ein bisschen mehr angeguckt, was nur wieso da alles gemacht habt. Und ich denke mir, Mann, warum habe ich das erst jetzt gefunden? Ja, vorher habe ich das immer abgetan als Quatsch, wenn sowas mal irgendwie bei YouTube auftauchte. Und heute merke ich mir, oh verdammt, da könnte ja richtig was dran sein. Vielleicht war ich völlig neben der Spur mit meinem alten Weltbild. Naja, also es gab noch ein Looping und der hieß einfach, offizielle Stellen wollen von meinen Recherchen nichts wissen. Ja, ich schreibe da alle möglichen Behörden an und die sagen, also die antworten gar nicht oder sind nicht interessiert daran. Und auch Journalisten. Ich dachte mir, das muss doch jetzt in die Öffentlichkeit. Jetzt ist es doch bewiesen, dass ich recht habe. Ich habe jetzt so viele Professoren hinter mir, die das Gleiche sagen. Jetzt muss es doch einen riesen Diskurs geben und schreibt dann sämtliche Öffentlich-Rechtliche an und kriegt dann nur Absagen oder gar keine Antworten. Ja, und bei jedem Vortrag, den ich irgendwo gehalten habe, habe ich immer gesagt, bringt mir Journalisten, die mutig sind. Das Thema muss in die Öffentlichkeit. Und ich habe es heute 2 Jahre danach nicht geschafft, auch nur ein einziges Mainstream-Medium dazu zu bringen, über dieses Thema zu berichten. Also ich habe mal gesagt, lasst mich doch raus, aber bringt das Thema. Hier werden Fehler gemacht und die müssen korrigiert werden. Keine Chance. Und noch ein Looping waren Faktenchecker. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Dann werden plötzlich Faktenchecks über mich veröffentlicht und über sozusagen meinen Vortrag, wo ich dann sagte, was geht denn hier los? Ich habe es mal hier so sieht das zum Beispiel aus. Also der Volksverpetzer hat dann einen Beitrag über meinen Vortrag gemacht. Ich habe mal nur gezählt, wie oft das Wort Fake und Lügner und Querdenker da drin auftauchte, diesen kurzen Beitrag. Und dann, naja, ja, die haben auch gar nicht Kontakt mit mir aufgenommen, sondern hauen so ein Ding raus mit solchen Begriffen. Und tja. Interessant, das Verhältnis Daumen hoch und runter, was man hier sehen kann. Faktencheck 3403 Likes, Dislikes fast 2,8, ne? Genau, und bei mir in meinem Vortrag, da waren es damals ja irgendwie 97% oder sowas, Daumen hoch, Daumen runter. Das deckte sich auch mit den Kommentaren, die man drunter lesen konnte. Da gab es einige, die waren negativ. Übrigens kann man filtern nach den Kommentatoren und da habe ich gemerkt, einige, die haben da ein Pensum, also da vor allen Dingen also da gab es irgendwie 6, 7 Leute, die negativ schreiben, die da in
Also die müssen das hauptberuflich machen. Ich weiß gar nicht, wie man das schafft und immer in eine Richtung da zu schreiben. Also das war auch interessant. Nee, spannend war auch, ich wollte dann jemandem zeigen, bei dem Faktencheck hier, also gab es auch noch ein Video von diesem Herrn Laschek, heißt der, glaube ich, auf YouTube. Da siehst du ein Verhältnis Daumen runter, Daumen hoch zu, weiß nicht, 45, 55 oder so, was es hier ist. Aber du findest keinen einzigen negativen Kommentar unter dem Video. Also da muss jemand beschäftigt sein, da den ganzen Tag aufzuräumen. Ich habe nie auch nur einen Beitrag gelöscht unter meinem Video. Aber den Daumen fand ich 2 Tage später nicht mehr, den Daumen nach unten. Du findest nur noch den Daumen nach oben und die Anzahl der Aufrufe und dann kannst du dieses Missverhältnis gar nicht mehr erkennen. Das hat YouTube da damals abgeschafft. Aber gut. Das ist jetzt die Frage, ob es genau wegen deinem Video war oder ob das zufällig Ach genau. Quatsch, das war zufällig, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch in Reihe dann aufgefallen, dieses Problem, und dann hat man es geändert. Dann, da erkennt man ja dann vielleicht, dass da irgendwas nicht stimmt oder aufgeräumt wird in den Kommentaren. Aber das ist völlig belanglos. Spannender war, was Korrektiv gemacht hat. Korrektiv ist auch so ein Faktenchecker, kannte ich vorher nicht. Die haben sich bei mir gemeldet und wir hatten einen langen Austausch. Ja, die haben mir also Fragen gestellt. Ich habe nach bestem Wissen so diese Fragen beantwortet. Und dann hatte ich deren Fragen und meine Antworten auf Telegram veröffentlicht und sofort kam Protest von der Journalistin da von Korrektiv, sagt, wie sie dürfen das nicht veröffentlichen. Dachte ich, ja, wieso nicht? Was ist denn da? Das sind doch meine Antworten, das ist doch jetzt nichts Schlimmes. Aber und da hatte ich zufällig den Herrn Steinhöfel, also die Nummer mir von Herrn Steinhöfel gespeichert. Das ist ein Medienanwalt aus Hamburg. Der hatte mir geholfen, also mein Vortrag wurde auch bei YouTube gelöscht und so. Das war vielleicht auch nochmal so ein Looping, wie YouTube agiert. Und habe ich ihn angerufen und gefragt, dürfen die dann meine Antworten hier also verbieten, dass ich die veröffentliche? Und dann hat der gesagt, nee, schick mal alles rüber und dann mache ich mal einen Blogbeitrag dazu. Also der heißt Interview Polizei von Korrektiv fragt, der Corona-Erbsenzähler antwortet. Also jeder, der mal Zeit hat, sich anzugucken, wie Faktenchecker oder wie Korrektiv arbeitet, den empfehle ich diesen Beitrag hier und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, weil als die dann den Faktencheck über mich veröffentlicht haben, nach unserem ganzen Austausch, haben sie vergessen zu erwähnen, dass wir diesen Austausch hatten. Ach. Ja, wo ich an verschiedenen Stellen gesagt habe, hier müssten sie mal nachforschen, das ist auch interessant, aber ich dachte noch, ich rede da mit einer redlichen Journalistin, die interessiert ist an Aufklärung und später habe ich gemerkt, die wollen eigentlich nur sammeln, was sie gegen mich verwenden können, um mich in die Pfanne zu hauen. Und alles, was nicht in ihr eigenes Weltbild passt, wird einfach ausgeblendet. Da wird gar nicht drüber gesprochen, ja. Ja, alles, was nicht ins große Narrativ passt, habe ich so den Eindruck. Alles, was nicht Regierungsmeinung ist, wird dann rigoros runtergeschrieben. Ja, und auch mit einem, also es waren über 5000 Wörter, dieser Beitrag, dieser Faktencheck über mich, das ist, da haben die sich richtig Mühe gegeben. Und ich habe mal gehört, je länger, desto relevanter oder so. Ist wohl wie beim Psiram. Pohlmann hat den längsten, habe ich mal gehört. Also Eintrag auf Psiram. Ja, da gibt's Ja, gibt's also einen da habe ich noch keinen Wettstreit. Eintrag. Fiedler, Ich warte noch Pohlmann, drauf. die streiten schon die ganze Zeit, wer hat den. Okay. Ja, das war einfach auch so ein Looping zu sehen, was machen diese Faktenchecker eigentlich? Heute bin ich da schlauer, damals bin ich da völlig naiv reingegangen. Denn deren Urteil war, dieser Vortrag von mir führt in die Irre. Und jeder, der das jetzt teilt auf Facebook oder so damals gemacht hat, wurde damit Sperrung oder so bedroht oder kam dann ein Stempel, Achtung, das ist Fake News und so. Also letztlich hat es dazu geführt, dass ich ausgeschlossen bin oder dass diese Position, die ich habe, die ja irgendwie belegbar ist, sind ja nur Daten, ist ja nur Mathematik, dass die raus ist aus der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, und vielleicht, also heute habe ich den Eindruck, das ist genau der Job, den diese Faktenchecker machen sollen. Aber gut, darum soll es ja gar nicht gehen. Das soll nur noch mal so ein bisschen zeigen, wo ich herkomme und wie ich zu diesem Übersterblichkeitsthema komme. Ich habe hier mal, also ich habe nichts gegen Faktenchecker, das wollte ich noch mal sagen. Also wenn Faktenchecker sich um solche wichtigen Themen hier kümmern, wie viel man im Leben kackt, dann finde ich es ja toll. Das kann man ja machen, das muss man da irgendwie aufklären, wenn da falsche Informationen unterwegs sind. Jetzt weiß ich endlich, wo unsere Zwangsgebühren hingehen bei Funk, ja, das ist ja auch Staatssender. Da sieht man die Recherche, da genau. Wichtig, dass man weiß, wie viel man defekiert im Leben.
Ja, wenn da Fake News unterwegs sind, dass man 40 Tonnen kackt und es sind nur vier, dann muss das aufgeklärt werden. Finde ich ja toll. Aber wenn es darum geht, Leute mundtot zu machen und vom öffentlichen Diskurs auszuschließen, was de facto passiert ist mit mir, dann muss ich das kritisieren. Ja, dann, ja, gut. So, also das sind so verschiedene Loopings und Leute haben zu mir gesagt, ja, du mit deinen Zahlen, wenn ich mir deinen Vortrag angucke, da kann ja jeder mit Statistik irgendwas zaubern. Und dann sage ich mir, guck dir nicht den Vortrag an, guck dir die ganze Achterbahn an. Guck dir an, wer sich danach alles bei mir gemeldet hat. Ich schicke dir hier mal die ganzen E-Mails oder guck an, wie Faktenchecker über mich berichten, wie Medien sich wegdrehen. Ja, das ganze Bild, das zeigt dann so ein bisschen, wo wir hier leben. Und das hat, wie gesagt, bei mir dazu geführt, dass ich heute in einem ganz anderen in einer ganz anderen Welt lebe und nochmal von vorne anfangen musste, Vertrauen aufzubauen. Und genau. Also jetzt ist wieder alles ruhig. Jetzt bin ich wieder auf gerader Fahrbahn mit meiner Gondel, aber die Welt um mich herum ist eine vollkommen andere. Mir ist noch ein bisschen schwindlig von diesem Loopings da, aber ja, mein Weltbild ist zerstört. Genau. Aber deshalb bleibt dieses Thema Übersterblichkeit bei mir, weil damit fing es an und ich bin immer dran geblieben, gefragt, wie kann das sein? Wie kann dieser Fehler passieren? Und da bin ich heute ein Stück weiter und letztlich will ich jetzt dir mal das erzählen, ja. Genau, aber willkommen im Club, also nicht nur bei uns Medienmachern, sondern auch bei vielen Zuschauern, die regelmäßig alternative Medien konsumieren. Beschreibst du den Werdegang von vielen Menschen, die aufgrund der Widersprüchlichkeiten in dem alten System einfach merken, hier stimmt etwas nicht von vorne bis hinten und dann durch ein Ereignis wie jetzt Corona oder irgendein persönliches anderes Erlebnis dann aus diesem sicher geglaubten Weltbild herausplumpsen, herausfallen einfach. Und das ist nicht einfach. Das haben wir auch schon oft besprochen, soll jetzt auch gar nicht das Thema sein, aber es erfordert viel Zeit, Aufwand, Energie und vor allem auch Mut. Und also ich bin sehr dankbar, dass du auch offen darüber sprichst, was mit dir passiert ist, weil das natürlich dann für viele Menschen auch ein ja, Vorbild ist das falsche Wort, aber so eine Art Identifikation gibt, so nach dem Motto, ah, guck mal, ich bin nicht der Einzige, dem das so gegangen ist. Und jetzt muss ich gucken, wie kann ich mir da neue Daten holen und deswegen sind wir hier. Deswegen bin ich auch schon wieder still, weil es ist ja eigentlich, du musst uns das jetzt erklären, was du gefunden hast. Ja. Ja, ich will nur noch mal sagen, es ist nicht nur Mut, also es ist richtig schmerzlich und das ist wirklich körperlich schmerzlich, was ich da durchgemacht habe, ja. Und wenn ich nicht Leute um mich rum gehabt hätte und meine Frau wäre immer im Gespräch, nein, das kann ich auch, dann ist ja das auch gelogen und wie weit geht denn hier die Lüge? Also ich war fix und fertig und lag krank im Bett. So, das sind Fiebersymptome, wie auch immer. Also ich habe zum Beispiel Daniele Ganser kennengelernt und dann mir so seine Geschichten angehört und seine Bücher gelesen und gemerkt, okay, das haben andere auch durch und er kann das so wunderbar auch schildern, ja, und sich auch anzuschauen, wie er dann angegriffen wird, dann weiß man einfach, wo man hier lebt. Also das ist alles andere als die freiheitlich-demokratische Grundordnung, von der ich immer geschwafelt habe, als ich noch als Offizier unterwegs war. Es ist völlig anders. Aber gut, das soll nicht das Thema sein. Aber du siehst, ich bin immer noch Ja, ich merke das, ja. Wir haben ja schon mal drüber erregt, wenn es darum gesprochen. geht, weil das ist ein Prozess, der unangenehm ist. Das ist etwas, was Menschen innerlich sehr aufwühlt und das muss man dann auch artikulieren, weil das nur in sich tragen, das ist toxisch, das muss raus, das muss besprochen werden, das muss durch das Gespräch erkannt und überwunden werden, ja. Also ich kann, letzter Satz von mir dazu, ich kann jeden Menschen nur dazu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen und aber auch da das Gespräch zu suchen und dadurch natürlich über diese, ja, über diese ganzen Erfahrungen zu sprechen. Also das, egal, also Okay, wir und wer da verquatschen uns Zweifel dran gerade, hat, ja. bitte schaut euch meine Achterbahn an, dann habt ihr genug Themen, wo ihr euch langhangeln könnt und prüfen könnt, ob das stimmt oder nicht, was ich da erlebt habe oder was ich da erzähle. Okay, kommen wir zu den Sterbefallvergleichen. Also wir schauen uns an, wie viele Menschen sind in Deutschland, nur Deutschland, gestorben und wir haben für jeden Tag eine Zahl. Und wir haben eine super Quelle, nämlich das Statistische Bundesamt. Ja, da kommen ja alle Meldungen zusammen und die veröffentlichen das auch sehr zeitnah. Und das sieht dann aber so aus. Ne, das sind natürlich viele Zahlen, die jetzt
schwer zu verinnerlichen sind. Wir wollen es natürlich irgendwie grafisch haben, aber ich will nochmal sagen, das sind in Stein gemeißelte Zahlen, auf die wir uns hundertprozentig verlassen können. Für jeden Tag sind so und so viele Menschen in Deutschland gestorben und ich kann sogar sagen, in welcher Altersgruppe, ja, wie alt bist du, 53? Wie viele 53-Jährige sind gestern gestorben? Ja, die Zahl kann ich dir in ein paar Wochen ganz exakt sagen und die stimmt dann auch. Also eigentlich ganz hervorragende Datenquelle. Wolltest du was sagen? Ich habe Nee. nur da die Anomalie entdeckt in Zeile 14, Spalte 8. Da ist eine Zahl, die mir Quatsch, es ist einfach, Stimmt, ja. sieht aus wie einfach, ja, wie so ein Muster Ja. schon fast, ja. Also hilf uns bitte, das zu übersetzen. Ja, das Statistische Bundesamt übersetzt es zum Beispiel so, indem wir die Zahlen als Kurve darstellen. Und unten sehen wir die Wochen, ne, 1 bis 52. Und rechts, nee, sag du mal, was siehst du an der Y-Achse? Naja, die Zahlen der Todesfälle pro, Ja. jetzt lass mich gucken, 30.000, das müsste Woche sein. Richtig, ne? Ja, Die wöchentlichen ja. Sterbefallzahlen, das ist eine richtig gute Kennzahl. Wenn wir auf Tag runtergehen, ist es so fein, wenn wir, da haben wir Zacken drin und so. Also, das ist die allgemein anerkannte Darstellung der Wie Sterbefallzahlen. komme ich jetzt da Wöchentliche. drauf? Weil 2.500 ungefähr am Tag in Deutschland sterben und das mal 7 kommen wir ungefähr in die Nähe von diesen Zahlen her. 20.000. Genau, Irgendwie ja. so um die 20.000 pro Woche sterben in Deutschland. Und was hier toll ist, ich habe hier nicht nur ein Jahr, sondern ich habe hier, was sind es, 7 Jahre. Zwei, vier, sieben, ja. 17, Also, okay, so, ja. dass man sie nebeneinander sieht. Und das ist eine tolle, weil dann kann ich es vergleichen. Kann sagen, okay, letztes Jahr war die Kurve so, vorletztes Jahr war die Kurve so. Erstmal eine prima Sache. Das erste Problem ist, versucht die mal zu finden, diese Grafik, die Einzeldarstellung der Kalenderjahre, die ist ein bisschen versteckt beim Statistischen Bundesamt, aber sie ist da. Also ich bin ein Fan dieser Grafik. Erstmal alles gut. Jetzt hatte ich in meinem Vortrag damals Pandemie in den Rohdaten erklärt, wenn wir solche Sterbefallzahlen vergleichen wollen, dann muss zumindest der Erbsenzähler darauf achten, dass er nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und was ich meine mit Äpfel und Birnen vergleiche, also was in den Sterbefallzahlen Äpfel und Birnen sein könnten, das habe ich da in diesem Vortrag lang und breit erklärt, aber jemand hat das mal auf 2 Minuten runtergekürzt, den Kern, und vielleicht kannst du das mal zeigen. Genau, lass uns diesen Clip kurz mal anschauen, ja. Ja. Die Geschichte vom Erbsenzähler, Teil 1. Das ist Marcel Bartz. Er ist Informatiker und Datenspezialist oder kurz Erbsenzähler. Silvester 2020 behauptet sein Freund Hartmut, dass es keine Pandemie gäbe. Marcel ist verärgert darüber, dass Hartmut die Pandemie nicht ernst nimmt und will ihm beweisen, dass er damit falsch liegt. An den vielen Verstorbenen ließe sich sicher die Pandemie nachweisen. Doch bei genauerer Betrachtung fallen ihm drei Ungenauigkeiten auf. 2020 war ein Schaltjahr und hatte einen Tag mehr, deshalb streicht er einen Tag. Die Bevölkerung ist seit 2012 um mehr als 2,6 Millionen Einwohner angestiegen, somit muss der Anteil in Prozent ermittelt werden. Außerdem wurde die Altersverteilung in der Bevölkerung bisher nicht berücksichtigt. Dafür unterteilt er die Bevölkerung in Altersgruppen und wertet sie einzeln aus. Vom Statistischen Bundesamt holt er sich die Sterbezahlen der letzten Jahre in Deutschland. Das Ergebnis zeigt für jede Altersgruppe das beste und schlechteste Jahr hinsichtlich der Todesfälle. Danach stellt er eine Rangfolge für 2020 im Vergleich zu den Vorjahren auf. Die Auswertung ergibt keine Auffälligkeit in den Altersgruppen. Für die Gruppe der 50- bis 60-Jährigen sowie 80- bis 90-Jährigen war 2020 sogar das zweitbeste Jahr. Für die unter 30-Jährigen war es sogar das beste Jahr. In den Sterbezahlen findet Marcel keine Auffälligkeit für 2020. Demnach kann Marcel seinem Freund die Pandemie nicht nachweisen. Deshalb untersucht er im nächsten Video die Bettenbelegung auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern.
Also hier wurde es so dargestellt, ne, man darf keine Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wir müssten eigentlich jede Altersgruppe einzeln anschauen. Wir müssten die Altersstruktur berücksichtigen, wir müssten die Zahl in Prozent angeben und wir müssten zum Beispiel das Schaltjahr berücksichtigen. Ja, das ist eigentlich, wie soll ich sagen? Also in der Fachliteratur ist das vollkommen klar. Das ist versicherungsmathematisches Grundlagenwissen. Das weiß man seit 100 Jahren. Wenn man Sterbefallzahlen vergleichen will über Jahre hin, dann muss ich gucken, ob es hier Bezugsgrößen gibt, die sich ändern. Ne? Wenn wir ein Schaltjahr haben, das ist einfach ein Tag länger. Das ist eigentlich jedem verständlich. Und wenn ein Tag mehr gestorben wird, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich dieses Jahr nicht immer herausstelle, plötzlich ist in jedem Schaltjahr wird mehr gestorben als in den anderen Jahren und das liegt eigentlich nur daran, dass es ein Tag länger ist. Ne? Das ist so eine einfache Sache, die jeder versteht. Okay, ich muss hier aufpassen, da ist eine Bezugsgröße. So, und damit hat es zu tun. Und wenn ich nur die Anzahl der Toten sehe, aber sich die Bevölkerungszahl erhöht, dann ist irgendwie auch voll logisch, dass ich nicht mehr die Anzahl der Toten zählen kann. Ne? Also wenn du jetzt in München, ihr habt wahrscheinlich mehr Tote gehabt dieses Jahr als wir hier in Jüterbock, aber wahrscheinlich liegt es daran, weil München größer ist als Jüterbock und nicht, weil München irgendwie gefährlicher ist oder so. Also vollkommen klar, diese Bezugsgröße anzupassen, oder? Ja, ist logisch, ja. Und die wichtigste Bezugsgröße, die ich beachten muss, ist aber die Altersstruktur. Also wenn ich von Jahr zu Jahr mehr alte Menschen habe, dann sterben auch mehr Menschen, ne? Also wenn die Gruppe der über 80-Jährigen stark zunimmt, dann muss ich diesen Effekt berücksichtigen. Ansonsten denke ich, oh, jedes Jahr sterben mehr Leute, aber es liegt nur daran, dass wir einfach mehr und mehr alte Menschen haben in unserer Alterspyramide, hier, ne? In unserer Demografie. Also das ist der wichtigste Effekt. Und wenn ich den berücksichtige, dann habe ich eine Verzerrung drin in dieser grafischen Darstellung, die ich hier sehe, habe ich diese Verzerrung drin. Also diese Bezugsgrößen, die ich gerade genannt habe, die werden hier nicht angepasst. Und deshalb ist diese Grafik, ja, spiegelt nicht die Wirklichkeit wider, sondern ich habe hier wie so einen Linseneffekt, Verzerrungen drauf. Und wenn ich jetzt hier reingehe und irgendwelche Schlussfolgerungen ziehe und sage, ach, der Berg in 2018 ist größer als der Berg in so und so, dann kann ich da richtig auf die Nase fallen, weil ich diese Verzerrung nicht vorher rausgenommen habe. Ja, oder wenn ich sage, ach, diese Kurve liegt insgesamt über der anderen oder diese Flächen unter dieser Kurve sind größer als die Flächen, dann sind diese Schlussfolgerungen einfach nicht korrekt. Also ich kann da richtig daneben liegen, wenn ich diese Verzerrung nicht rausgenommen habe. Und das ist jetzt auch nichts, was ich mir ausdenke. Also damals war ich noch so ziemlich naiv und habe da einfach das mal so gemacht, wie ich es gelernt habe oder wie ich es sozusagen machen würde, weil ich mich ein bisschen mit Daten auskenne. Heute weiß ich, das ist vollkommen klar. Jeder, der ein bisschen mit solchen Zahlen zu tun hat, auch die WHO hat da Standardrichtlinien raus, der muss diese Bezugsgrößen anpassen, sonst komme ich einfach zu falschen Ergebnissen. So, und wenn ich jetzt bei dieser wöchentlichen Darstellung bleiben möchte und aber diese Bezugsgrößen anpasse, dann sieht das Ganze so aus. Also ich habe wieder diese bunten Linien und ich habe unten wieder die Wochen, aber ich habe jetzt an der Y-Achse nicht mehr die 20.000 zu stehen, sondern da steht jetzt eine 12. Kannst du mir sagen, was die 12 bedeuten soll? Tote je 1000 Einwohner steht oben in der zweiten Zeile im kleinen Text. Also das sind die pro 1000 Einwohner statistisch eben, wie viele sind da gestorben, genau. Ja. Genau, ich muss einfach in Bezug zur Einwohnerzahl setzen. Ja, entweder mache ich es prozentual oder ich habe eben so eine, na eben, was ist das, eine Rate, eine Sterberate, ne? 12 pro 1000 sterben. Und Auch auf die was ich. Woche, auch auf die Woche hin verteilt, ja. Genau, Übrigens, da genau. steht noch die 53, das ist, weil das Jahr nicht immer an einem Montag anfängt, sondern eben auch mal an einem Mittwoch, ja, oder an einem Samstag oder je nachdem. Deswegen ergeben sich da manchmal 53 Kalenderwochen, ne? Das muss man Ganz auch genau. berücksichtigen noch, ja. Und was du jetzt hier siehst, ach so, vielleicht noch mit den, also es sind zwar die wöchentlichen Zahlen, aber die 12 je 1000 Tote beziehen sich aufs Jahr. Verstehst du es? Also es ist auf Woche runtergerechnet, aber bezieht sich aufs Jahr. Sonst wären es ja viel zu viele Tote. Und was ich hier noch habe, die Kalenderwoche 1 ist jetzt nicht sozusagen der 1. Januar, Silvester, sondern
Silvester ist jetzt hier in der Mitte drin, bei der 27. Kalenderwoche oder sowas. Also das ist die saisonale Darstellung. Aha, und Ja, die dass beiden ich. Berge, der blaue und rote Berg, sind dann quasi das Jahresende mit dem Winter, wo es dann mehr Erkältungskrankheiten und mehr Tote deswegen gibt, dann auch, ja. Genau. Wenn wir Aha, Silvester okay. Silvester schneiden, dann schneiden wir diese Berge durch. Und wenn wir diese saisonale Darstellung wählen, dann haben wir die Berge, also wenn wir erhöhte Sterblichkeit haben, dann haben wir die immer im Winter, aber eben mal vor Silvester, mal nach Silvester. Und dann haben wir die komplett mit drin. Und dann kann man auch wirklich vergleichen. Das macht auch das Grippeweb so. Also die saisonale Darstellung ist einfach besser, um Vergleiche zu. Ah, jetzt check ich's. Deswegen endet auch die hellrote Kurve mitten in der 33. Woche. Das ist dann jetzt quasi vor kurzem erst die Daten. Die gibt es noch nicht, ne? So, die Genau, restlichen, das ist ja. jetzt schon ein bisschen älter, das habe ich jetzt nicht aktualisiert, aber genau, deshalb hört die da auch auf, die rote Kurve. Alles klar, okay, Wobei wir ja. jetzt schon ein bisschen weiter sind. Ich glaube, wir haben jetzt die 22. Kalenderwoche aus 23. Bis dahin haben wir die Daten. Jetzt sind das oben, jetzt gibt es hier so graue Linien und dann gibt es die bunten. Und die grauen sind einfach die, die unauffällig sind. Und die sind hier oben, ja, 13, 14, 15, 16. Kann ich meine Maus? Ach ja, meine Maus bewegen. Ja, das sind halt die, die nicht auffällig waren und die, die eben auffällig waren, die sind dann hier farblich gemacht. Ich finde diese Art der Darstellung eigentlich sehr schön. Und hier steht noch SP 2020. Also, ich hatte ja gesagt, der wichtigste Faktor ist die Altersstruktur zu berücksichtigen und das nennt man eben Altersadjustierung oder Altersbereinigung. Und wie die funktioniert, will ich mal kurz erklären. Also ich muss mich auf eine Standardbevölkerung festlegen. Also SP heißt Standardpopulation und hier haben wir uns auf 2020 festgelegt. Also die Bevölkerungsstruktur, die wir in 2020 hatten, die nehmen wir auch für die anderen Jahre an. Also wenn in 2020 in der Gruppe der 10- bis 15-Jährigen, weiß ich jetzt nicht, 1 Million Menschen gelebt haben, ja, und dann gehen wir aufs Jahr 21 und aufs Jahr 19 und 18 und sagen, wie viel wären gestorben, wenn da auch 1 Million gelebt hätten? Ja? Also da sind so und so viel gestorben, aber da haben wahrscheinlich mehr gelebt oder weniger gelebt. So, und jetzt passen wir das an und rechnen die Toten aus, wenn wir die Population von 20 gehabt hätten. Das heißt, wir Das brauchen eine klingt nicht. Bezugsgröße. Wir brauchen eine Bezugsgröße, dass wir das vergleichen können miteinander. Wir müssen uns für ein Jahr entscheiden und das ist die Bezugsgröße. Also Aha. die Altersverteilung, die wir in dem Jahr hatten, die rechnen wir um auf alle anderen Jahre. Also es ist eigentlich eine hypothetische Sterblichkeit, die wir dann berechnen, aber dann haben wir wirklich Apfel-Apfel-Vergleiche oder Birnen-Birnen-Vergleiche. Und ich muss nicht 2020 nehmen, ich kann jetzt auch ein anderes Jahr nehmen und das macht ja der Computer auf Knopfdruck. Ja, ich könnte da jetzt, das gibt es auch ganz, also zeige ich dir nachher noch, ein Dropdown-Menü einrichten und sagen, jetzt standardisiere mal auf 2020 oder auf 2019 oder auf 21. Ja, das ist beim Anlegen einmal ein bisschen schwierig, weil man die Standardisierung sozusagen für jede Altersgruppe machen muss. Aber dann, wenn man es einmal hat, drückt man auf den Knopf und der Computer macht das alleine. Und das ist ja eigentlich alles schon fertig. Also wir müssen es nur verstehen, wie diese Standardisierung funktioniert. Bist du dabei? Ist das verständlich soweit? Yes, sir. Dass eben unten bei Kalenderwoche 1 eben nicht der Januar ist, sondern wir sind da eigentlich im Juli, ne? Die 1 ist Juli und das ist aber verständlich gewesen, ne? Ja. Okay. Also ich bin, wie gesagt, ein Fan dieser wöchentlichen Darstellung, aber wenn, dann standardisiert und dann sieht es genau so aus. Und dann kann ich jetzt, also und das ist eben das Tolle, jetzt sind die Kurven wirklich vergleichbar. Also wenn ich jetzt den roten Berg hier sehe, ja, das war also letzten Winter und diesen Berg hier sehe, das war also 2018 die Grippe, ja, dann kann ich wirklich die Höhe vergleichen und sagen, okay, war knapp drunter. Heißt, 17, 18 hatten wir schon mal so viele Tote im Winter. Und sogar mehr. Genau. Und sogar mehr. Okay, ich habe die beiden jetzt nochmal hier so gegenübergestellt. Also das war eigentlich auch mein Vorschlag, den ich dem Statistischen Bundesamt machen wollte und wollte sagen, bleibt doch bei dieser Darstellung, die ist ja toll, aber bitte
standardisiert Codes oder macht rechts Knöpfe ran und sagt mit Altersbereinigung, ohne Altersbereinigung. Ja, dass man die an- und ausschalten kann. Oder saisonale Darstellung oder nicht saisonale Darstellung. Oder mit Schaltjahrkorrektur oder ohne Schaltjahrkorrektur. Ja, kann man ja kleine Erklär-Buttons noch dran machen, dass jeder versteht, was da gemacht wird. Und dann kann man aber Aussagen treffen und dann kann man Kurven vergleichen und dann kriegt man ein Gefühl, wie sieht es denn aus in der Sterblichkeit? Also haben wir irgendwas Auffälliges oder haben wir nichts Auffälliges? Na, und nicht mit so einer verzerrten Darstellung, wie wir sie eben dort sehen. Okay. Mhm. Und ich will nur noch mal zeigen, ich hatte ja gesagt, der größte Faktor ist die Altersbereinigung. Was passiert, wenn ich die nicht mache? Also wenn ich mir die Sterblichkeit in Deutschland angucke, ohne diese Altersbereinigung zu machen, sondern ich berücksichtige, dass sich ja die Toten auf die Einwohner beziehen und rechne, wie viele Tote habe ich pro 1000 Einwohner in jedem Jahr. Und dann sehe ich also, in 2004 hatten wir 10 Tote und in, weiß nicht, hier 2013 hatten wir eben 11 Tote je 1000 Einwohner und in 20 hatten wir schon 12 Tote. Also von Jahr zu Jahr steigt die Sterberate. Also es werden immer mehr Tote je 1000 Einwohner und man fragt sich, woran liegt das? Haben wir mehr Unfälle? Haben wir mehr Krankheiten? Haben wir sonst was? Und in Wirklichkeit liegt es nur an der fehlenden Altersbereinigung. Ja, denn wenn ich diese Altersbereinigung mache, ich hatte ja gesagt, die Gruppe der über 80-Jährigen nimmt stark zu. Das muss ich berücksichtigen. Wenn ich mehr Alte habe, sterben auch mehr. Und dann nimmt in Wirklichkeit der Trend ab seit Jahren. Warum ja, in Wirklichkeit kommen wir von 12 und sind jetzt auf dem Tiefstpunkt gelandet. Warum steigt die Gruppe der 80-Jährigen ständig? Ist das hier mit geschichtlich zu erklären, so ein Kind für den Führer, weil das jetzt die Altersgruppe ist, die jetzt in dem Alter ist, ne? So. Genau, vor 80 Jahren oder wann das war, hatten wir eben einen geburtenstarken Jahrgang. Wenn wir diese Demografie in Deutschland sehen, wenn wir diese Altersverteilung sehen, ne, kennst du ja diese Männer und Frauen, dann gibt's halt, dann ist es nicht gerade rechts und links. Also wir haben ja jedes Alter von ein Jahr bis 100 Jahre, ja, und dann Männer, Frauen. Und da gibt's halt manchmal Beulen. Was war vor 80 Jahren? Da gab es, genau, das war diese, genau, zu Kriegszeiten viele Geburten, genau, ab 1940 oder so. Mutterverdienstkreuz, ne? Und da wurden Frauen mit vielen Kindern noch ausgezeichnet. Das wurde vom Staat ja auch gefördert. Ja, so klar, das ist einer der Gründe, warum so viele, die sind damals alle geboren und jetzt gibt es eben mehr von denen, weil damals mehr geboren sind. Ja. Genau, und diese Beule wächst jetzt sozusagen nach oben raus, die kommen jetzt ins Sterbealter und das ist eben enorm, ich glaube 20% oder sowas hat die in den letzten, ich will jetzt nicht lügen, 4, 5 Jahren zugenommen, die Gruppe der über 80-Jährigen, habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ein starker Zuwachs, also das ist die Überalterung der deutschen Bevölkerung und der Effekt ist natürlich enorm und wenn ich den vergesse, dann missdeute ich komplett die Statistik. Ja, hat der auch mit der steigenden Lebenserwartung zu tun, mit besserer medizinischer Versorgung, mit Ernährung oder ist das jetzt alleine dem der demografischen Entwicklung geschuldet vor 80 Jahren, weil das da Politik also des Staates war? Erstmal nur der demografischen Entwicklung, nur diesem geburtenstarken Jahrgang. Das über Lebenserwartung und so kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Okay, also man kommt zu völlig falschen Aussagen, wenn wir diesen Effekt vergessen oder wenn wir diese Bereinigung nicht machen. Ja, aber auch das ist, wie gesagt, uraltes Wissen. Ich wollte es nur nochmal, also nachdem ich das jetzt verstanden habe und damals so naiv noch war, aber jetzt ein bisschen mich reingearbeitet habe, wollte ich es einfach nochmal allen zeigen, weil das ist leicht verständlich, oder? Also es ist völlig klar, dass das gemacht werden muss, weil ich sonst einfach Äpfel mit Birnen vergleiche und Quatsch sehe in der Statistik und dann vielleicht falsche Schlüsse ziehe. Okay, so jetzt dachte ich, gucken wir mal rein. Ich hatte ja eben die lineare Darstellung gezeigt, ne, die wöchentlichen Sterbefallzahlen. Und jetzt kann man es aber auch als Balkendiagramm hintereinander darstellen. Also jetzt liegen die Jahre nicht mehr übereinander, sondern hintereinander bis 2000 zurück, bis zum Jahr 2000. Ja, und für jedes Quartal ist ein Balken. Und
Sag mal, was du erkennst hier in der Also erstmal die Grafik Grafik. selber, dass es halt ein bisschen aufgelockert ist, einmal hellgrau, einmal dunkelgrau, dass man die Jahre einzeln unterscheiden kann und man sieht, dass immer das letzte Quartal oder die Winterquartale haben höhere Sterbefallzahlen durch die Erkrankungen, die Atemwegserkrankungen im Winter eben. Und aber man sieht, wenn man jetzt den Median nimmt, also den Durchschnitt nimmt, der rote Strich obendran, dass es stetig abnimmt. Und am Schluss aber ein leichter Anstieg wieder ist. 20 noch nicht, 21, 22 geht es leicht nach oben. Ganz genau, so sehe ich. Also wir sehen wieder diese starken Ausschläge, ne? Das waren vorhin die bunten Berge. Und wir sehen auch manchmal, kommt er halt im Januar rein, ins erste Quartal, ja, so wie hier zum Beispiel, ne? Starker Ausschlag. Und manchmal kommt er halt im Dezember rein. Warte mal, wo sieht man das? Naja, es ist auf jeden Fall, immer zu dem Jahreswechsel. Genau, und wie du sagst, es nimmt ständig ab. Wir kommen von einem viel höheren Niveau, was die Sterblichkeit angeht, und hatten in 1920 so den Tiefpunkt erreicht und seitdem geht es wieder bergauf. Die roten Striche sind sozusagen die Jahreszahlen, die jährliche Sterblichkeit und dann jedes Quartal eben einzeln. Ich habe hier hinten grün mal das Jahr 2020 markiert und ab 21 rot, dass man das so ein bisschen sieht. Und da merkt man, das widerspricht sich einfach komplett zu dem, was man draußen hört. Also ich würde mal erzählen, mir ist was passiert. Ich stand beim Bäcker und in der Schlange, meine Maske war irgendwie verrutscht und hinter mir hat jemand gesagt, setzen Sie die Maske auf. Und habe ich das sofort gemacht. Und dann, wissen Sie, wie viele Menschen gestorben sind? Und da war ich gerade genau in dem Thema drin und hatte gesagt, ja, nicht mehr als sonst. Oh Und Gott. dann dachte ich, also der war so empört und die ganze Schlange dann hat mich angeschaut, wie kann der nur sowas sagen? Aber ich war mir sicher, es ist so. Aber das hat mich so lange beschäftigt. Wie kann es sein, dass das Bild in der Öffentlichkeit genau andersrum ist, als es in den Daten zu sehen ist? Ja, also wir hatten das Bild, ich habe doch so viele Särge gesehen in 2020, Tote überall, Bergamo, und dann kam die rettende Impfung. Und in den Sterbefallzahlen sehen wir genau das andere Bild. Wir haben Tiefstände in 20 und in, also die, man kann sogar sagen, die niedrigsten jemals gemessenen Sterblichkeiten, sowohl auf Quartalsebene als auch auf Jahresebene, als auch auf Wochenebene, Monatsebene, hatten wir in 20 und 19. Ja, und seitdem geht es wieder bergauf. Und das ist das Jahr, wo man, ja, wo mein Nachbar sagen würde, da hatten wir die höchste Sterblichkeit und dann ging es doch bergab, weil zum Glück alle geimpft wurden. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit in den Daten. Ich Ja. denke, die Menschen sind natürlich von den Massenmedien mit diesen Informationen versorgt worden und gehen davon aus, dass das stimmt, wenn in Endlosschleife R-Wert und Inzidenzen und sonst irgendwas erzählt wurde. Haben wir ja erlebt die letzten Jahre. Ist doch klar, dass die Menschen dann das Bild auch aufnehmen. Wenn du da in der Schlange beim Bäcker sagst, Moment, bist du ja keine Autorität, denen sie folgen. Aber die Medien denken sich ja das nicht aus, sondern sie, es gibt eine Quelle, wo diese Sterbefallzahlen herkommen, und das ist das Statistische Bundesamt. Und die haben die Zahlen und die kommunizieren die Zahlen. Und wenn die eben so einen Fehler machen und die Zahlen nicht standardisieren und dadurch, wie ich es vorhin zeigte, der völlig falsche Eindruck entsteht, ist es kein Wunder, dass sozusagen alle Medien so berichten, und es ist auch kein Wunder, dass mein Nachbar so denkt und ich beim Bäcker fast gesteinigt werde. Aber man muss sich natürlich fragen, warum passiert das da? Warum machen die so einen Fehler und warum kommunizieren die den? Ja, das ist so. Warum zeigt man nicht diese Grafik? Also die ist ja, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die ist von Professor Kraus von der Hochschule Mannheim. Die könnte ja das Statistische Bundesamt auch auf die Webseite kleben und sagen, hallo, guckt mal, so war die Sterblichkeit in 2020 und so ist sie seit 21. Aber das würde natürlich dem Narrativ komplett widersprechen, aber das ist nun mal die Wirklichkeit. Ja, verrückt, oder? Also, wenn mich jemand fragt, wie sieht denn die Sterblichkeit aus, dann zeige ich ihm immer diese Grafik, weil ich sage, hier hast du alles drin. Also, wir reden von Deutschland, wir reden von den letzten 20 Jahren, ja, und
Wir sehen hier die jährliche Sterblichkeit und die quartalsweise Sterblichkeit. Und dann kannst du wirklich jetzt Vergleiche ziehen und sagen, okay, der Balken war so hoch in 20 wie der in, weiß nicht, 2012 oder insgesamt war die Sterblichkeit auf dem Niveau von und so weiter. Also hier habe ich jetzt wirklich Äpfel-Äpfel-Vergleich und hier kann ich jetzt auch von den Höhen und so, also Schlussfolgerungen ziehen. Und ich sehe, wie gesagt, in 2020 überhaupt keine Auffälligkeit, aber ich sehe auffällige Sterblichkeit in 2000, also ab 21, ja, da geht es eben bergauf. Und dieser langfristige Trend, wie du schon sagtest, es geht immer weiter bergab, der ist jetzt hier hinten einfach gebrochen. Aber die Frage ist, durch was? Wir wissen es nicht. Ja, und da kommt natürlich diese Vermutung mit der Impfung dann natürlich schnell ins Gespräch. Vollkommen verständlicherweise. Quartale sind natürlich sehr grob. Hier haben wir es nochmal auf Wochenebene. Also es heißt hier, jede dieser schwarzen Linien ist eine Woche. Und da wird es sozusagen nochmal feiner. Und man sieht diese, ja, manchmal so diese starken Ausschläge hier nach weit oben in einer Woche. Ja, da wird sozusagen richtig viel gestorben. Da sind wir fast bei 18 Tote je 1000 Einwohner. Und dann geht es aber auch schnell wieder runter. Also in so einem Balken von einem Quartal schluckt natürlich so ein Peak jetzt wieder ein bisschen, ne? Und deshalb sind beide Darstellungen nebeneinander eigentlich eine schöne Art, die Sterbefallzahlen darzustellen und zu vergleichen. So eine starke Spitze ist dann eine Grippewelle, die durchs Land rollt, oder? Dass man sagt, So da war es ist ja. jedenfalls bis Corona immer. Oder eine Hitzewelle im Sommer. Ja. Und ab 20 hießen die plötzlich anders, diese Wellen, ja. Aber was fällt dir, also gucken wir nochmal, wir haben gesagt, hinten gibt es eben so ein bisschen Anstieg. Und was fällt mir sozusagen noch in 21, 22 auf? Und da merke ich, dass dieses Tal, also Professor Kraus hat hier diese blauen Flächen so reingelegt, die Standardabweichung, das ist, als wenn man Wasser reinkippt und dann sieht man halt, wo ist Tiefwasserstände, ja, dieses Dunkelblau und wo kommen wir überhaupt, haben wir überhaupt diese, wo kommen wir sozusagen raus aus dem Wasser mit der Sterblichkeit? Und da sehen wir, in 22 hatten wir dieses Tiefwassertal nicht, was wir sonst, also in 20 noch ganz deutlich hatten, 19 sowieso, aber in 22 nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja der Mittelwert, so wie es auch oben dran steht, oder wie es unten dran steht, Wasserlinie, Mittelwert der dargestellten Daten, tieferes Blau, Standardabweichung unterhalb der Wasserlinie, dass also da in den Genau, Jahren eine Standardabweichung und genau unten von drunter. 14 Ja. bis 23 der Mittelwert noch tiefer liegt, ja. Genau, also das ist eine Auffälligkeit, dass wir hier den Trend gebrochen haben und dass wir eben dieses Tal im Sommer nicht mehr so ausgebildet haben. Also da wurde auch im Sommer kräftig gestorben. Ja, warum auch immer. Und ich wollte noch einen Effekt besprechen. Also wir hatten Schaltjahrkorrektur, wir hatten die Bevölkerung muss berücksichtigt werden und wir hatten die Altersstruktur, ja, die Anzahl der alten Menschen vor allem. Und jetzt haben wir noch einen vierten Effekt, den sieht man vielleicht hier bei der Quartalsdarstellung schön, dass wir eben ständig eine sinkende Sterblichkeit haben. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann wird das noch deutlicher, dieser Effekt. Wenn ich jetzt sozusagen das normal berechnen will oder wenn ich sage, was ist normal, dann muss ich eigentlich auch berücksichtigen, dass wir jedes Jahr ein Stück weiter runtergehen. Ja? Und dieser Abwärtstrend, das ist keine Linie, sondern das ist eigentlich so eine logarithmische Funktion, die ihren Wendepunkt in 1920 hatte und dann eben wieder jetzt bergauf geht. Wir müssen gucken, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Aber ich wollte nur sagen, diesen Trend von Jahr zu Jahr, den kann ich eben auch berücksichtigen und kann ihn zum Beispiel rechnerisch bereinigen. Sagen, okay, ich nehme den Trend, also ich nehme eine logarithmische Anpassung und berechne den Trend raus und dann weiß ich, ob wir dieses Jahr eben drüber oder drunter liegen zum Beispiel. Aber ich bin kein Fan davon, diesen Trend rauszurechnen. Ich bin ein Fan davon, diesen Trend darzustellen. Weil wenn ich alle anderen Sachen raus habe, dann bleibt nur noch dieser eine Trend übrig und den sehe ich ja mit dem Auge. Und dann kann ich mir überlegen, wäre es jetzt normal, wenn es jetzt hier ansteigt oder wäre es normal, wenn es weitergeht? Ja, oder
dann kann ich das sozusagen mit auf dem Schirm haben. Aber ich wollte nur sagen, dass es manche machen, den rausrechnen, kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde gut, wenn man ihn einfach optisch sieht. Aber da vielleicht an der Stelle, wenn wir eine Übersterblichkeit berechnen oder wenn jemand sagt, hier 5% Übersterblichkeit, dann ist so dieser ganze Sachverhalt, den wir hier haben, auf eine Zahl runtergebrochen. Ja, 5%. Oder wenn er sagt, es sind jetzt 100.000 mehr gestorben letztes Jahr, als erwartet wurden. Und das finde ich nicht, also da fangen die Missverständnisse an. Und es gibt eigentlich gar keine Notwendigkeit, die Übersterblichkeit so runterzubrechen auf eine Zahl. Der Sachverhalt wird damit auch so aufgedröselt, oder wie soll ich sagen? Also diese Komplexität, die wir hier drin haben in so einer Grafik, die kann mit einer Zahl, 5%, einfach nicht wiedergegeben werden. Deshalb würde ich vorschlagen, lasst uns den Begriff begraben. Den brauchen wir gar nicht und der führt immer nur zu Missverständnissen. Welchen Begriff meinst du? Was me Ach Übersterblichkeit. so, Wir brauchen Übersterblichkeit den an sich, Begriff nicht. ja, okay. Also, der ist auch so ein bisschen missverständlich, weil wir haben ja jedes Jahr, mal sind wir drüber, mal sind wir drunter, ne? Manche bezeichnen das als Überuntersterblichkeit, aber wenn wir Übersterblichkeit in den Mund nehmen, meinen wir eigentlich sowas wie eine historische Sterblichkeit. Die haben wir so noch nicht gesehen. Da sind wir jetzt so und so viel Prozent drüber über das, also eine historische Übersterblichkeit. Aber sobald wir da eine Zahl draus machen, haben wir Komplexität reduziert, die uns ja, die angreifbar wird. Dafür muss ich ein Modell ansetzen, ich muss Annahmen treffen und die sind dann auch immer angreifbar. Und deshalb lasst uns doch den Begriff einfach nicht mehr benutzen, sondern wir sagen, hier habe ich vergleichbare Sterblichkeiten, ja, Äpfel-Äpfel-Vergleiche und ich sehe in dem Jahr zum Beispiel eine auffällig hohe Sterblichkeit. Was auch immer das bedeutet, ich muss ja keine Zahl draus machen. Also hier in 22 ist einfach eine auffällig erhöhte Sterblichkeit. So, das ist doch mal eine Aussage. Und was das im Einzelnen bedeutet, zeigen uns dann die Striche. Okay, wir hatten weniger ausgeprägtes Tal im Sommer oder so weiter. Okay. Ja, ich folge dir. Angestrengt, aber ich folge dir. Ja, man muss das ja auch in ein Bild transportieren, dann in seinem eigenen Kopf, ja. Weil die meisten Leute jetzt aus dieser Zahl natürlich folgern, ah, was ist da anders? Hier hat die Impfung angefangen, muss die Impfung die Ursache sein. Aber ich habe mal das Gefühl, das ist nicht so monokausal zu sehen. Genau. Genau, ich würde auch nicht darauf, also zumindest in dieser Darstellung gibt es jetzt eigentlich für mich noch keine Hinweise darauf, dass wir hier ein Impfproblem hatten. Wenn wir da nachher tiefer reingehen und sagen, was ist in bestimmten Altersgruppen, gibt es hier zeitliche Zusammenhänge mit dem Impfprogramm, dann gibt es da schon Auffälligkeiten, die ich auch sehe, aber in der Gesamtsterblichkeit, ja, also es ist einfach nicht so stark, wie man oft den Eindruck hat, wenn man bei Telegram rumzappt, sage ich mal so. Aber dieses Bild von einer erhöhten oder auffälligen Sterblichkeit in 2020, das kann einfach nicht aufrechterhalten werden. Und das alleine mal zu korrigieren, wäre ja schon mal was, wenn das mal die öffentlichen Stellen zur Kenntnis nehmen würden. Okay, wenn du einverstanden bist, dann gehe ich weiter und will mal fragen, also wie kann denn das passieren? Wir haben doch gerade gesehen, wie die Sterblichkeit war und das ist faktisch die Wirklichkeit. In 20 war nichts Auffälliges und danach geht es ein bisschen bergauf. Wie kann man das gegenseitige Bild erzeugen in der Öffentlichkeit? Wieso wurde ich beim Bäcker gesteinigt sozusagen? Und ich hatte ja gesagt, das ist mal die Übersicht vom Statistischen Bundesamt, wie ich sie da von der Webseite geladen habe. Aber wie gesagt, wenn du normal nach Sterbefallzahlen googelst oder dann siehst du die gar nicht, die Grafik, sondern du siehst immer nur die eine aktuelle Sterbekurve von diesem einem Jahr. Habe ich das hier drin? Ach so, nee, kommt vielleicht. Ja, aber so mehrere nebeneinander, um mal vergleichen zu können, siehst du schon mal nicht. Ich hatte mal das Beispiel, wenn ich hier
Ist jetzt Barts eher, hat er eine Übergröße oder eine Untergröße? Dann wenden wir doch kein Modell an, um auszurechnen, ob Barts jetzt eher klein oder groß ist, sondern wir stellen Barts neben die anderen 8 Leute, die wir vergleichen wollen. Dann sehen wir sofort, ah, Barts ist eher ein kleiner Typ. Ja, also, dass man Kurven nebeneinander liegt, ist für mich eigentlich selbstverständlich. Warum man das nicht tut, ist schon mal, wirft schon mal Fragen auf. Aber jetzt sag mir mal, selbst wenn wir jetzt hier Äpfel mit Birnen vergleichen, wo siehst du denn erhöhte Sterblichkeiten in den letzten 7 Jahren? Wo Ja, fällt dir was auf? hier ganz klar bei 18 und bei 22, 23 ist noch nicht so weit, ja. Bei, genau, die zwei Berge Die, dann eben, ja. genau, Ja. Berge, würde ich auch so sagen. Oder man könnte sagen, eigentlich immer, wenn eine Kurve über den anderen drüber liegt, ne, dann ist es irgendwie auffällig. Ich habe es mal hier so markiert. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie der Start ist hier in 2020 im April, als hier der ganze Corona-Wahnsinn losging. Diese Kurve hier, also diese dunkelblaue, die bewertet hat. Ja. Und zwar haben sie da geschrieben in der Pressemitteilung, also über den Durchschnitt der vergangenen Jahre, Übersterblichkeit im Zusammenhang mit Corona, ja, 11% über dem 4-jährigen Durchschnitt. Und dann haben sie es sogar noch 18% über den Zahlen von 2017. Also so eine Pressemitteilung damals für April 2020, die ging natürlich durch die Decke. Das haben die Medien aufgegriffen und das wurde natürlich auch gezeigt. Und das haben natürlich die Leute in der Bäckerschlange gelesen und na, mit der ganzen anderen Panik zusammen macht das natürlich enorme Angst, ne, in der Bevölkerung. Aber wenn wir uns jetzt erstmal angucken, also man sagt 18% über 2017. Ja, 17 ist einfach nun mal in dem Zeitpunkt die Kurve, die am tiefsten war, und da waren wir jetzt 18% drüber in der 15. Kalenderwoche. Also das ist jetzt, diese Methode könnte ich für jeden Zeitraum und für jede Kurve anwenden. Ich suche mir einfach die, die am tiefsten sind und sage, ich bin jetzt da so und so viel drüber. Ja, ich könnte auch welche finden, die drunter, also sind, und also eine völlig fragwürdige Art, Zahlen zu erzeugen und die dann auch noch so zu kommunizieren. Wie wenn man absichtlich die größte Panik schüren wollte, was wir ja auch wissen aus anderen Quellen, wie zum Beispiel Stefan Kohn aus dem Innenministerium, der schon relativ früh, auch im April 20, Mai 20, gesagt hat: Leute, hier stimmt was nicht. Es ist hier kein Warnsignal vorhanden. Und der wurde dann von seinem Posten entfernt, weil man diese Aussage zum damaligen Zeitpunkt so ganz und gar nicht wollte, ja. Ja, und nicht nur, dass man sagt 18% Übersterblichkeit, sondern man sagt auch noch sofort Corona, Corona, Corona. Übersterblichkeit im Zusammenhang mit, ne? Im Zusammenhang mit lässt so ein bisschen deutlich, ist nicht wegen Corona, aber im Zusammenhang mit, das überliest natürlich jeder. Die Bild-Zeitung macht dann eine Schlagzeile draus und dann ist das in den Köpfen drin. Also als wenn man es darauf anlegt, hier Missverständnisse zu erzeugen. Und wie funktioniert's jetzt? Also ich sagte ja, das war jetzt die Kurve aus 2020. Und das ist hier dieser kleine Anstieg, den wir hier in der 15. Kalenderwoche haben. Und wie kommen die jetzt da zu, da eine Übersterblichkeit zu behaupten? Sie sagen, wir vergleichen die Kurve nicht mehr mit den anderen Kurven der Vorjahre, sondern wir berechnen eine Kurve, die blaue Kurve, den Median, und wir vergleichen mit dem. Und liegt da drüber, ist es Übersterblichkeit, liegt da drunter, ist es Untersterblichkeit. Und dieser Median wird so berechnet, man nimmt einfach den aktuellen Wert, den man hat in der 15. Kalenderwoche, und nimmt die 15. Kalenderwoche der letzten 4 Jahre, immer den aktuellen Wert aus der 15. Woche. Ja, verstanden? Und man nimmt den größten und den kleinsten und schmeißt ihn weg, der letzten 4 Jahre Wert. Und die anderen beiden Werte, dann nimmt man den, der genau in der Mitte ist. Und das ist die blaue Kurve. Wirklich verstanden? Ja. Also aus den 4 Vorjahreswerten werden 2 weggeschmissen, also größte und der kleinste, und aus den anderen beiden wird der Wert genommen, der in der Mitte ist, also der Median. Und das ist dann die blaue Kurve. Und so können wir immer sagen, jetzt sind wir so viel Prozent drüber und jetzt sind wir drunter. Ja, so kann man immer eine. Also ich finde die Methode ja gut. Sie hat nur leider das Problem, Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn wir diese starke Überalterung haben bei uns in Deutschland, kommt die zu vollkommen falschen Ergebnissen.
Und das ist das Verrückte. Das wissen die Leute dort. Ja, da sind Leute, die haben promoviert zu genau dem Thema. Die wissen, dass sie da Äpfel mit Birnen vergleichen und dass sie falsche Zahlen haben. Können sie ja machen. Aber die dann auch noch so in der Pressemitteilung der Öffentlichkeit, also genau an dem Punkt, wo alle in Panik sind und alle dahinschauen, wie ist die Sterblichkeit, dann die Zahlen so zu kommunizieren, auf einer vollkommen falschen Basis berechnet, das ist also überhaupt nicht nachvollziehbar, wie sie sowas machen können. Aber jetzt mal, also genau, wenn ich sage, wie kommunizieren die? Also die haben dort die Corona-Sonderseiten, ja, wo immer diese Prozentzahlen so und so viel Prozent über dem Durchschnitt der Vorjahre, also immer diese einfache Zahl, die wird ständig rausgehauen. Ja, in den Sonderauswertungen zu den Sterbefallzahlen immer die Prozentzahl und immer der Zusammenhang mit Corona seit April 2020. Dann haben sie die Pressemitteilung, dann haben sie die Publikationen. Dann haben sie hier Statistiken und strukturelle Daten mit Bezug zu Covid-19. Bababab. Die machen Pressekonferenzen nur zu dem Thema, ja. Covid-19, Sterbefälle, Todesursachen und im Rahmen der Pandemie. Die machen nochmal Videostatements genau zu dem Thema, Podcasts, Fachartikel und so weiter. Also sehr, Viel sendebewusst kann man sagen. Ja, die sind Holz, sozusagen an ja. einer zentralen Stelle und sie, dass jeder sozusagen weiß, was da los ist. Und immer mit diesen Übersterblichkeitszahlen basierend auf diesem komischen Medianmodell. Und jetzt versetze ich mich mal in die Rolle eines Landrates, eines Studienrates, Schuldirektor, Oberarzt, was weiß ich, Lokalpolitiker, Bundestagsabgeordneter und so weiter und so fort, der sich ja auch ein Lagebild bauen muss aus den ganzen Informationen, die jeden Tag reinströmen. Und die sehen so eine vermeintlich geballte Kompetenz von Zahlen, Daten und Fakten. Und daraus ist natürlich dann klar, welche Politik sich dadurch ableitet. Also ich sehe, dass die Menschen gar kein, die müssen alle gar nicht Teil einer großen Verschwörung sein, sondern sie gehen davon aus, dass es so ist und betreiben dann eine Politik, um das vermeintliche Unglück einzufangen. Und das war dann eben zuerst mit diesen Maßnahmen, Lockdown, Genau, und man sagt, da Schulschließungen sind ja die und. Profis, das sind die Profi-Statistiker, Genau. die werden es schon wissen. Da zweifelt ja keiner dran, dass die ihren Job ordentlich machen. Übrigens, diese Sonderauswertung der Sterbefälle, die wurde extra im Rahmen der Corona-Pandemie erst eingerichtet, ne? Weil man wusste, hier gucken jetzt ganz viele Augen hin, das wollen viele wissen und wir wollen möglichst schnell mit den Zahlen rausgehen, finde ich ja auch alles super. Aber dass man dann so eine seltsame Methode da einführt, mit der dann eben so ein falsches Bild erzeugt wird, ist eigentlich ein Thema für investigative Journalisten, die fragen müssten, was macht ihr da? Warum macht ihr das? Und jetzt ist doch alles geklärt, warum, also wie dieser Fehler entstehen konnte in der Kommunikation. Aber passiert nicht. Um den Fehler mal ein bisschen zu quantifizieren, den die da machen durch diese Überalterung und durch die Anwendung der Medianmethode, hat also die Medianmethode liefert ja sozusagen die prozentuale Änderung gegenüber der 4 Vorjahre. Ja, und wir gucken mal rein, was jetzt im Januar 23 hatten wir, also 13% über dem Median. Und die tragen wir jetzt mal hier oben rein. Also wir gucken für jeden Monat, für jedes Jahr, welche Übersterblichkeit rechnet denn die Medianmethode aus? Also hier 13% Übersterblichkeit und weil es eben drüber ist, habe ich es jetzt mal rot markiert. Und wenn ich das jetzt für alle Monate und alle Jahre mache, dann sieht das so aus. Also sehr viel rot, ganz wenig grün. Und das hat einfach nichts mit der Realität zu tun, sondern das ist einfach nur, eigentlich zeigt die Methode hier an, wie die Gruppe der alten Menschen zunimmt. Und deshalb ist die immer rot. Also selbst in dem Jahr 2019 hatte ich dir ja vorhin gezeigt, wo wir wirklich die niedrigste jemals gemessene Sterblichkeit hatten, würde die Methode ständig zu Übersterblichkeiten führen. Ja, weil natürlich immer mehr alte Menschen sterben. Also das hat nichts mit der Realität zu tun, es ist einfach nur, zeigt einfach nur den, ja, genau, den Fehler dieser Methode. Und wenn ich jetzt altersbereinigen würde, die
die Sterblichkeit, ja, dann kommt ein viel realistischeres Bild raus, was eben die Wirklichkeit einfach viel besser abbildet. Aber dann sehe ich trotzdem ab 22, spätestens Ende 21, sehe ich jetzt hier mehr rot wie grün. Ne? Das ist ja dann wieder ein Alarmzeichen in Richtung, was ist da anders passiert, wäre ja schon wieder ein Hinweis darauf, dass mit der Impfung irgendwas im Argen liegt. Naja, wir haben ja gesagt, wir haben das Tal zum Beispiel nicht gesehen in 22, ne? Und das war hier im Sommer und deshalb ist auch hier ziemlich viel rot. Aber es bildet ja genau das ab, ne? Ab 21 geht es eben wieder bergauf mit der Sterblichkeit und deshalb haben wir ja auch ziemlich viel rot drin und auch ziemlich hohe Werte. Aber eben auch im Dezember 2020 haben wir eben einen hohen Wert drin, ne? Das war ja auch zu sehen, dieser Ausschlag da im Dezember. Aber das zeigt einfach nur, diese Methode ist ja ungeeignet. Also die Methode ist eigentlich gut, aber der Anwendungsfall für eine überalternde Gesellschaft ist völliger Käse. Und ja, das müsste eigentlich als Beweis reichen, um den Verantwortlichen dort, um zu sagen, oh, das können wir nicht weitermachen. Außer man will ständig Übersterblichkeit messen. Ja, wenn wir ins Sterbealter kommen, das ist ja die nächste Beule in der Demografie. Dann wird die richtig ausschlagen, die Methode, dann wird die nur noch Übersterblichkeit anzeigen. Du meinst Also man. die Babyboomer-Generation, ja? 65 bis 75, ja? Genau, da ist nochmal so eine richtig große Beule drin in unserer Altersstruktur da. Und bist, also man muss einfach diese Methode anpassen. Die ist einfach Käse. So. Jetzt dachte ich mir, das ist doch völlig klar. Und wir sagen denen, also ich muss denen mal Bescheid sagen. Und ich dachte, also der Abteilungsleiter, der dafür zuständig ist im Statistischen Bundesamt, Dr. Vorgrimler, der ist auch auf Twitter. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss eben darauf hinweisen, dass da ein Fehler gemacht wird. Und freundlich und so sachlich habe ich da eben geschrieben und da doch geantwortet. Aber irgendwie sind wir da nicht vorangekommen. Also er hat mich da immer auch mit seltsamen Argumenten dann, mit komischen Argumenten da beiseite geschoben. Ja, und es endete dann, dass ich gesagt habe, okay, ich komme nach Wiesbaden, geben Sie mir eine Stunde Zeit und wir besprechen das sozusagen von Angesicht zu Angesicht. Und an dem Punkt hörte dann aber auch die Kommunikation auf. Da ging es dann auch nicht weiter. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt. Also Professor Kraus, von dem ich ja die Grafiken hier habe, der hatte auch Austausch mit Herrn Vorgrimmler. Und das ist dann auch abgebrochen an irgendeiner Stelle. Da kamen dann seltsame Argumente von Herrn Vorgrimmler. Und dann hat Kraus auch gesagt, da habe ich jetzt keine Lust mehr, so also auf diesem Niveau irgendwie weiter zu diskutieren. Und dann war die Diskussion beendet und so. Also ich dachte, das ist doch so eine klare Sache und die ist doch so leicht zu bereinigen, aber da wird mit Händen und Füßen abgewehrt jede Kritik, die da kommt und auch mit seltsamen Argumenten. Also auf der Ebene kam ich einfach nicht weiter. Dachte ich mir, okay, dann muss ich es anders machen. Wir haben ja das Informationsfreiheitsgesetz, habe ich also eine Anfrage gestellt. Ich dachte mir, es muss doch jetzt geklärt werden, warum führt ihr diese Methode ein, die nachweislich Quatsch ist und wer ist dafür verantwortlich? Ja, und so habe ich auch meine Frage gestellt und auch versucht, sehr präzise zu sein, weil ich auch gemerkt habe, wie Herr Vorgrimmler auch immer irgendwelche ja, Hintertürchen sucht. Also ich habe gefragt, warum hat man sich bei der kurzfristigen wöchentlichen Sonderauswertung, es gibt nämlich noch eine langfristige, für diese Methode entschieden? Und wer waren die Entscheider? Also erstens übersenden Sie mir die ganze Kommunikation, die zur Entscheidung, also vor allen Dingen die Abwägungsüberlegung, die zur Entscheidung zugunsten dieser Methode geführt haben. Und nennen Sie mir bitte die mit dieser Entscheidung beauftragten und an der fachlichen Abwägung beteiligten Personen. So, eigentlich eine klare Frage, oder? Also ich hatte jetzt gedacht, da kommt so eine Antwort, folgende 7, 8 Methoden wurden
untersucht und gegenübergestellt, Vor- und Nachteile, so Stiftung Warentest-mäßig. Und die Methode 3, Median-Methode, hatte die besten Ergebnisse. Deshalb haben wir uns für die entschieden, und beauftragt war da mit Mitarbeiter Dr. Müller oder sowas. Aber die Antwort kam vor kurzem und die lautete dann so: Die Entscheidung also zugunsten dieser Methode wurde damals in kurzfristigen internen Besprechungen und fachlich zuständigen Beschäftigten getroffen und im Haus abgestimmt. So, sind wir jetzt schlauer? Okay, also wir haben uns das als die beste Methode ausgesucht und danach haben wir das berechnet. So. Genau, haben wir so intern besprochen, und Unterlagen dazu kriegst du nicht. Und also entsprechende Notizen, Entwürfe für die Grafiken und Texte aus den Zahlen sind nach Infektionsfreiheitsgesetz ausgeschlossen. Also, ich bekomme nichts, sie haben sich dafür entschieden, und warum, sagen sie nicht. Und wenn ich sage, und wer war das dann? Naja, zuständig war folgender Abteilungsleiter. Aber ich wollte ja wissen, wer hat diese Abwägung gemacht, ja? Und die sagen ja hier, Abteilungsleiter war so und so und Präsident war so und so. Also, es ist eine sinnlose Antwort, mit der kann ich überhaupt nicht, komme ich überhaupt kein Stück weiter. Also man hat Also dir ich einen weiß immer Knochen noch nicht. hingehalten, so nach dem Motto, den musst du jetzt fressen, ansonsten kriegst du nicht mehr. So, entschuldige die Ausdrucksweise. Ja, und ich bin auch, also ich weiß auch nicht, wie ich damit weiter jetzt umgehen soll. Also für mich, die Methode ist so, also weißt du, hier geht es ja nicht um Meinung oder Politik, sondern es ist reine Mathematik. Es ist reine Versicherungsmathematik, die seit 100 Jahren bekannt ist. Und diese Methode ist Käse. Und die haben die Methode aber eingeführt, und wollen aber nicht sagen, warum oder wer das gemacht hat, benutzen die nach wie vor, kommen zu völlig falschen Zahlen, die sie auch noch groß und breit in der Öffentlichkeit kommunizieren, und deshalb entsteht hier dieses falsche Bild. Also, aber also ich bin einfach jetzt am Ende. Kein Journalist will sich damit beschäftigen. Informationsfreiheit an Frage führt nicht weiter. Direkte Kommunikation mit dem Abteilungsleiter führt nicht weiter. Ich habe mit so vielen anderen, also mit Professoren, die das beruflich machen, die das unterrichten, die sagen mir, hier sind meine Unterlagen, die ich mit den Studenten mache und so. Die sagen, vergiss es, bringt's nicht, die wollen es nicht hören. Also, das ist so Jetzt nur noch unbefriedigend. mal, weil das klang jetzt gerade so schlimm, ich bin jetzt damit am Ende. Du haderst jetzt nicht mit deinem Leben, sondern das ist für dich nur dieser Erkenntnisprozess, damit bist du gerade am Ende. Ja, das klang jetzt gerade ziemlich heftig, wenn du sagst, Nicht mit meinem Leben, aber mit okay. dieser Arbeit da weiter dran zu bleiben. Also was soll ich denn noch machen, außer Informationsfreiheitsanfrage und jedem Journalisten anquatschen damit? Also ich kann es jetzt dir nochmal erzählen und die Hoffnung äußern, dass sich da mal, dass da irgendwas in Gang kommt, Ja. um denen mal zu zeigen, hallo Leute, ihr könnt uns nicht so verarschen und auch noch so billig. Es ist ja, jeder kann es ja nachprüfen. Diese Methode ist Käse und das kann man genau beweisen. Warum dürfen die das einsetzen und uns da so an der Nase herumführen und damit einfach ein ganzes Land in Panik versetzen? Das ist ja passiert. Oh, nicht nur bei uns, by the way. Also übrigens, ja. Gut, aber mit den anderen Ländern habe ich mich nicht beschäftigt, aber hier hatte ich irgendwie so ein Gefühl, öffentliche Einrichtungen, Behörden, amtliche Statistiken, darauf können wir uns verlassen. Das ist solide, und wenn man fundierte Kritik hat, dann wird die ernst genommen. Aber es ist überhaupt nicht der Fall. So, und deshalb war mir das auch so wichtig, das mal in die Öffentlichkeit zu tragen, wie man hier am langen Arm verhungern lassen wird. Endstation, ich kann nicht weitermachen, ja. Oder gib mir mal eine Idee, was man jetzt noch hinterher stellen kann für eine Frage. Was soll ich noch machen? Es gibt Methode, mit so einem selbstgemalten Pappschild vor ein Parlament hinzusitzen. Das hat auch schon bei manchen Aktionen für Erfolg gesorgt. Aber da bist du schon zu alt. Die 15 hast du schon übersprungen. Weißt du, was ich meine, ja? Ja, dann gehe ich lieber jetzt mich um meine Tomaten kümmern und meine Katzen füttern. Ich habe drei Kinder. Das ist mir auch alles zu blöd, hier so viel Zeit damit zu verbringen. Und da sind Leute, die sich entschieden haben, das nicht hören zu wollen. Und dann lasse ich es auch sein. Also ich. Mehr mache ich nicht. Ich stelle mich jetzt nicht mit dem Pappschild vom Statistischen Bundesamt oder so. Ich lasse es jetzt. Ich habe es jetzt hier sozusagen allen erzählt, wie man da behandelt wird. Und das war's.
Ich bin raus. Aber wir sind jetzt noch nicht am Ende deiner Präsentation, sondern es kommt jetzt noch ein Schluss, eine Conclusio von dir, oder? Ich hoffe mal. Ich dachte, wir gucken jetzt mal, also an der Stelle nicht. Also mit den Status habe ich keine Idee. Da hoffe ich jetzt, dass es vielleicht jemand aus dem Publikum hier eine Idee hat, wie man da weitermachen kann. Ich dachte, wir gucken uns mal die aktuelle Sterblichkeit an, weil ja so viel gesprochen wird von Impftoten. Was ist da für ein Massensterben? Also das ist hier eine Darstellung, die ist jetzt ganz aktuell bis zur Kalenderwoche 22. Also wir sehen wieder, jeder Strich ist wieder eine Woche, ne? Und hinten das Orangene ist also 2020. Und da sehen wir, 2020 war unauffällig wie alle anderen. Also wieder altersbereinigt, Äpfel mit Äpfel hier, ja. Und jetzt ist die Frage, wenn ich den Balken wegmache da hinten, wie ging es da weiter? Und da ging es eben so weiter, eine deutlich erhöhte Sterblichkeit. Oder was sagst du ab 21? Ja, im Vergleich mit den Zahlen davor, kann man das so feststellen als Laie. Ja? Da muss man jetzt keine Mathematik studiert haben. Hier ist jetzt richtig, das muss die Impfung sein. Nee, ich habe dich verarscht. So sehen die Zahlen einfach nicht aus ab 21. So sehen sie aus. Und jetzt sag mir, was du siehst. Nochmal, die Grafik, die gerade eben eingeblendet war, die hast du nur mal kurz so einfach. Oh, ich sehe es. Aha, du Das hast war ein da. Fake. Okay, alles klar, man kann das sehen. Du Weißt du, hast ein aber dann bisschen müssten noch. wir nicht drüber diskutieren. Ich Dann wäre verstehe, völlig klar, oh, hier ist was aus dem Ruder gelaufen. Und dann kann man sofort sagen, Impfung und so. Aber so sieht es in Wirklichkeit aus. Das ist die Wirklichkeit in den Rohdaten. Wie erklärst du dir das? Ich muss das, also so ist es einfach, wenn man Äpfel mit Äpfel vergleicht. Und also da ist ja, ne, das Tal, das nicht doll ausgebildet ist. Wir hatten hier so einen Doppelberg. Wir hatten hier einen ziemlich hohen Peak. Aber ne, unter 18, aber auch bei, also unter dem von die Grippewelle von 2018, aber wir sind hier auch bei 17 Tote je 1000. Aber guck mal, wo wir jetzt wieder sind. Wir sind hier wieder in Tiefstwasser gelandet. Also wenn ich hier die Flächen ausrechne, die unter den Kurven sind, dann ist das eine deutliche Erhöhung. Ja, wenn ich den Trend angucke, dann haben wir den Trend gebrochen. Aber wir sind weit von solchen Bildern entfernt. Sondern wenn wir nachher wahrscheinlich auf 100 Jahre gucken, dann sieht man diesen kleinen Bubbel da überhaupt nicht. Der geht unter. Ich spare mir meine Frage gerade auf den Schluss, ja, weil ich habe jetzt natürlich, jetzt fängt es zu rattern an, weil, wie du sagst, wenn man im Telegram-Universum unterwegs ist oder halt auch viele alternative Medien konsultiert oder konsumiert, nicht konsultiert, ich bin auch mit vielen Ärzten in Kontakt und habe da verschiedene Informationsquellen. Das beißt sich jetzt gerade ein bisschen mit dem, was ich sonst wahrnehme von anekdotischer Evidenz von Hausärzten und Interviews und Fachartikeln und so weiter. Meine Fragen dazu, ja, halte ich jetzt noch mal zurück. Ich bin nur gerade verblüfft. Ich kann nur zeigen, was da ist. Ich kann, weißt du, ich wurde in 2020 sozusagen vom Mainstream verprügelt, weil ich da die Pandemie runtergespielt habe. Ich werde jetzt von den Telegram-Fans verprügelt, weil ich die Impfnebenwirkung runterspiele. Es tut mir leid. Ich kann nur zeigen, was ich sehe. Und das sind Äpfel-Äpfel-Vergleiche in den Sterbefallzahlen. Aber wir haben hier die Gesamtsterblichkeit, ja, über alle Altersgruppen. Und wenn ich aber reingehe in die Altersgruppen, und das können wir ja vielleicht mal machen, dann ist das Bild schon etwas differenzierter. Und nur mal, um zu zeigen, wie feingliedrig wir die Sterbefallzahlen haben, oder hier erstmal die Bevölkerungszahlen, also die Einwohner haben. Also ich sehe für jedes Kalenderjahr, für jedes Altersjahr, wie viele Menschen haben gelebt. Ja, also du bist 53, wir können gucken, wie viel 53-Jährige hatten wir in 2021. Von da Verständlich, drüben, oder? ja genau, ich suche gerade die richtige Zeile. Ich komme jetzt nicht ganz Ah, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen. 125.000 Irgendwo irgendwie hier so. bist du Ja, dann genau, wahrscheinlich. ja. Und jetzt kann ich für jede Zeile die einzelnen Felder farblich markieren. Also was haben wir jetzt hier? 12 Spalten. Und ich sage, färbe jede Zeile ein in 12 Farben. Und zwar die höchste Zahl machst du dunkelblau bis niedrigste weiß. Und dann ergibt sich dieses Muster hier. Was
Wie, was siehst du in diesem Muster? Ja, wie sich die Altersverteilung nach hinten verschiebt, wenn ich jetzt nach vorne gehe, bei 2010, die 40- bis 50-Jährigen, die sind natürlich dann jetzt 10 Jahre später, 11 Jahre später, sind die dann einfach 10 Jahre älter. Und deswegen ist der Verlauf des dunkelblauen Feldes da, geht nach unten einfach, ja. Genau. Und wir sehen auch dieses andere Feld hier unten. Ich weiß nicht, ob du meine Maus siehst. Ja? Ne, das kommt halt jetzt, das wächst hier unten raus und dann wird halt gestorben, wenn so ein dunkles Feld rauswächst. Ne, und da Genau. kommt bald das nächste dunkle Feld und hier oben wieder eins und Das so. ist dann die Babyboomer-Zeit dann eben auch, ja, genau. Genau. Also ich finde das eine super schöne Darstellung, weil wir müssen nicht auf die Zahlen gucken, wir gucken dann auf die Farben. Man kann so ein bisschen die Augen zukneifen und dann sieht man hier diese Wellen durchlaufen. Okay, ja. Und das sind jetzt also die Lebenden. Und hier habe ich jetzt die Toten. Okay, wir kommen jetzt also Also. 2 Jahre weiter, 21 ist hier Schluss. Das heißt, dieser dunkelblaue Bereich der Leute, die jetzt in die 80er Jahre kommen, die sterben jetzt einfach, weil sie in der Ende der Lebenszeit sind. Genau. Also ich kann ja wieder sagen, wie viele 53-Jährige sind in 2021 gestorben und war das eher viel oder wenig? Jetzt hier klingelt hier was, ich muss mal kurz. So, Entschuldigung. So, also wieder eine schöne Art der Darstellung. Ich sehe sofort, wo sind dunkle Bereiche. Ich sehe übrigens auch, dass 2020, ne, in den jungen Altersjahren richtig weiß war, richtig hell ist. Und da in den höheren Altersgruppen oder Altersjahren dann eben ein bisschen dunkler wurde. Bist du bei mir Ja, in ja, 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 2020, ja, ne? ja. Und in 21, ne, wird es halt richtig dunkel hier unten. Aber hier links, okay, also so, also das ist ja die Anzahl der Toten. Und jetzt teile ich einfach die Toten durch die Lebenden und dann habe ich die prozentuale Angabe. Also ich weiß, wie viel Prozent der 53-Jährigen sind in 21 gestorben. Wie viel Prozent der 53-Jährigen sind in 2020 gestorben und so weiter. Und das ist eigentlich eine schöne, ich muss hier keine hypothetischen Sterblichkeiten berechnen, weil ich habe wirklich für jedes Altersjahr, für jedes Kalenderjahr genau dargestellt, wie viel Prozent der Menschen sind hier verstorben. Und das ist für mich eigentlich eine schöne Art der Darstellung zu sehen, was ist hier los. Also vor allen Dingen rein zu zoomen in die Altersgruppen und nicht nur über alle Altersgruppen zu gucken, sondern sagen, wie ging es dann den 10-Jährigen und wie ging es dann den 50-Jährigen und so. Und dann kann ich nach Auffälligkeiten suchen. Und ich sehe jetzt hier auch wieder diesen Effekt, dass wir von links eher aus einer dunklen Welt kommen, ja, und immer heller werden. Das ist eben diese, vorhin gezeigt, diese abnehmende Sterblichkeit. Und diesen Effekt kann ich eben rausrechnen durch eine logarithmische lineare Regression oder also eine Regressionsanalyse und so. Aber das will ich gar nicht machen. Wie gesagt, der Computer macht es ganz leicht, kann ich per Knopfdruck rausmachen. Und dann kann ich eben auch sehen, wie dramatisch waren 2021 oder 22. Aber was wir hier auf jeden Fall sehen in den prozentualen Sterberaten, 2020, wenn du so die Augen wieder zukneifst, völlig helle, also unauffällige, eher eine ganz helle Spalte, oder? Nix Und ich kann Übersterblichkeit, ja. übrigens hier auch Ränge verteilen. Also ich mache nicht Farben draus, sondern ich sage, das ist Rang 1, das ist bis Rang 12. Also das war das Jahr, wo es den 53-Jährigen am schlechtesten ging, da sind am meisten gestorben. Ja, und das ist das Jahr, wo es denen am besten ging, da sind am wenigsten gestorben. Und diese Ränge kann ich dann auch spaltenweise summieren und dann habe ich sozusagen Rangsummen der einzelnen Spalten und dann habe ich wirklich quantifiziert, welches Jahr war jetzt ein unauffälliges Jahr von der Sterblichkeit und welches war irgendwie am schlimmsten. Und da ist 19 und 20 sind immer die mit der niedrigsten, also Sterblichkeit. Aber das hatten wir ja schon gesagt, nur ich finde diese Art der Darstellung einfach toll. So, und spannend ist es jetzt, wenn ich jetzt noch weiter reingehe, weil hier ist ja immer eine Zahl für ein Jahr. Und das kann ich aber auch nochmal aufdröseln und sagen, hier unten, ich gehe jetzt auf Wochenebene. Also hier habe ich jetzt nur die Jahre 21 und 22 und jede Spalte ist eine Woche. Und jetzt mache ich nicht mehr über alle Altersjahre, sondern ich mache so ein bisschen Altersgruppen, dass es überhaupt noch irgendwie sichtbar wird. Und ich färbe jetzt nicht mehr von weiß zu blau, sondern von rot zu grün, ja, dass man diese Warnfarben so ein bisschen sieht. Und dann sehen wir so ein bisschen Cluster.
Ja, siehst du so eine roten Flecken da drin? Das ist 20, jetzt muss ich mich drehen, 2021, 21 und genau. 2022, die einzelnen Wochen. Und das ist jetzt spannend, weil jetzt haben wir sozusagen, wir wissen, in dieser Kalenderwoche ist in diesen Altersgruppen besonders viele Menschen gestorben, ja, prozentual am meisten. Die sind jetzt irgendwie rot. Und wenn man das jetzt übereinander legt mit den Impfkurven, ja, okay, da fingen wir an, die 40-Jährigen zu impfen, dann wurden die, also, ne, dann kann man Auffälligkeiten sehen. Und das hat übrigens jemand gemacht, der heißt Ulf Loré. Also ist ein Pseudonym, aber der schreibt das und der hat auch genau diese Heatmap hier, Heatmaps heißen die übrigens, erstellt und dann findest du Zusammenhänge und die sind erschreckend, die Zusammenhänge. Eben nämlich diese Zusammenhänge zwischen Sterblichkeit in bestimmten Altersgruppen und dem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. So und da wird's spannend, da reinzugehen und dann sehen wir schon ein dramatisches Bild, ja, gerade im Zusammenhang mit dieser Impfung. Aber nochmal, in der Gesamtsterblichkeit sehe ich jetzt nicht das Massensterben, was oft erzählt wird. Jetzt, damit ich es auch richtig einordnen kann, weil das verwirrt mich jetzt etwas, wenn du vorhin sagst, in dieser Zahl, die du absichtlich manipuliert hast, um das erstmal drastisch zu machen, ja, mit diesem Balken, wenn du sagst, du siehst da keine Übersterblichkeit in absoluten Zahlen, aber es gibt doch Auffälligkeiten, dass da im Zusammenhang mit der Impfung mehr gestorben wurde. Habe ich das richtig verstanden? Also im Zusammenhang mit der Impfung weiß ich nicht. Ich sehe Auffälligkeiten, dass hier mehr gestorben würde in der Gesamtsterblichkeit, ne? Aber sie ist eben nicht so dramatisch, wenn jemand sagt 50% Übersterblichkeit, 30% Okay, Übersterblichkeit. verstehe. Da kann man ein völlig falsches Bild bekommen. Und deshalb empfehle ich immer erst, die Gesamtsterblichkeit in dieser Grafik anzugucken, Äpfel mit Äpfel vergleichen, dass man sieht, okay, wir sind irgendwie noch so halbwegs, ja, hier gibt es noch Wasser in dem letzten Jahr. Geh Wir mal sind nochmal zu irgendwie, der Heatmap, bitte. Also genau, sprich, aber wenn das, ich dann was reingehe. Massenmedien und Politiker und Verantwortliche 2020 gemacht haben, diese Zahlen extrem aufzublasen und zu übertreiben, passiert jetzt in der Wahrnehmung auch bei den vermeintlichen Aufklärern, die ja auch diese Zahlen vor sich haben und sagen, seht ihr, wir haben es euch von Anfang an gesagt, Bhakti und Wodak hatten recht. Jeder, der geimpft wird, wird irgendwann sterben. So, ich übertreibe jetzt gerade. Ich Aber glaube wenn man nicht, da, dass die das gesagt haben. ja, Luc Montagnier zum Aber Beispiel hat das gesagt. Ja, Bhakti ja. hat auch mal gesagt, jeder, der geimpft ist, wird innerhalb von drei. Bhaktis will ich jetzt nicht in den Mund schieben, aber es gibt ein paar Leute, die wirklich gesagt haben, zum Beispiel die Dolores Cahill, die bei diesem einen Film auch dabei war, die hat gesagt, jeder, der geimpft ist, ist irgendwann in ein paar Jahren weg. Weißt du? Und dieses Bild hat sich natürlich dann bei Leuten, die das von Anfang an kritisch gesehen haben, auch manifestiert. Da gehöre ich auch mit dazu, die natürlich dann auch gedacht haben: Oh Mist, was haben wir da alles jetzt für Befürchtungen im Raum? Und jeder hat natürlich da die Panik, dass es jetzt dann in diese Richtung geht. Wir sehen auch einen Zusammenhang, wie auf dieser Hitzemappe, Heatmap gezeigt. Aber in absoluten Zahlen ist es nicht so, dass das Ende der Menschheit hier eingeläutet wird. Um es Ganz in genau. einen Satz zu bringen hier, ja. Was nicht heißt, dass zum Beispiel Kuhbandname seine Arbeit, ne, der da irgendwie ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Sterblichkeit und den Impfgeschehen, dass das nicht stimmt, sondern wir sehen Professor Christoph beides. Kubandner, Uni Regensburg, glaube ich, ja, Richtig, genau, ja, genau. Der ja. hat da eine Arbeit zu veröffentlicht, die wurde auch peer-reviewed vor kurzem. Also beides stimmt, ne? Wir müssen beides auf dem Schirm haben. Die Gesamtsterblichkeit ist erhöht, aber nicht so, dass wir jetzt hier alle Angst vorm Sterben haben müssen, auch die Geimpften oder so nicht. Und trotzdem sehen wir schon dramatische Auswirkungen, wenn wir klein reinzoomen auf ne, diese Grafik hier zum Beispiel. Und ich empfehle den Artikel vom Ulf Loré da irgendwie auch zu lesen. Dann sieht man, wie er da arbeitet und was man da alles sehen kann. Was man in so einer Median-Vergleichsmethode vom Statistischen Bundesamt überhaupt nicht sehen kann. Ne? Das sind hier wirklich Analysen, wo ich in die Sterblichkeit reinzoome und dann kann ich auch Aussagen treffen und nach Effekten suchen und so weiter. Ja.
Hast du noch viele Präsentationsfolien jetzt vor dir? Weil ich würde jetzt gerne hier ins Plädoyer kommen, hohes Gericht als Staatsanwalt sozusagen. Nee, weil, also, ich höre von vielen Ärzten, die in ihrer Praxis verstärkt Krankheiten haben, die sie so noch nicht haben. Hornhautablösungen, Turbokrebs, eine ganze Reihe von Patienten, die plötzlich aufschlagen und zwar durch alle Altersschichten durch. Ich kenne in meinem Umfeld mittlerweile drei Leute mit Schlaganfall. Das war eine Fliege. Ja, okay, cool. Ich habe gedacht, da kommt gerade jemand um die Ecke. Und also wirklich auch so von der Wahrnehmung her, rein subjektiv jetzt hier, gibt es hier ein Krankheitsgeschehen, mit denen die Mediziner mehr oder weniger so überfordert sind oder das so noch nicht kannten. Es gibt ja etliche Mediziner, die sich das auch zur Aufgabe gesetzt haben, darüber aufzuklären. Zum Beispiel die MWGFD, wo ich schon mehrfach auf Pressekonferenzen war, unter anderem der vor kurzem leider viel zu früh verstorbene Professor Burkhardt auch dabei war. Mediziner, Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie heißen die, ja. Die bringen ja mit ihrer ganzen Expertise und mit ihren Forschungen auch einiges auf den Punkt und sagen, hey, wir haben hier ganz klar Alarmzeichen in Bezug auf diese mRNA-Impfungen. Da passiert was im Körper, was wir so nicht kannten, etc. pp. Ja. Es gibt auch ganz aktuell ein Schreiben, das ich da gekriegt habe, und zwar ist es von der ZAAVV. Und das war eine, und die heißen, pass auf, das ist eine etwas langere, das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen. Die hatten jetzt gerade einen Kongress vor wenigen Tagen, und da bringen die dann eben auch ihre ganze Expertise zusammen. Ich denke, wenn du denen diese Heatmaps jetzt zeigst und dann im Vergleich zu dem, was wir gerade besprochen haben, würden die auch sagen, ja, das mag schon sein, aber was wir jetzt gerade hier mitkriegen, zeigt uns wieder etwas anderes. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt unter einen Hut oder wie kriegt man das jetzt zusammen, ne? Das geht doch zusammen. Also beides ist wahr. Wir müssen nur die Verhältnismäßigkeit beachten. Und der Blick auf die Gesamtsterblichkeit, wenn ich eben Äpfel mit Äpfel vergleiche, der ist wichtig, um nicht irgendwie aus dem Ruder zu laufen oder in völlig falschen Größenordnungen zu denken auch. Warte mal, hast du noch eine andere Folie? Ich habe diese erste Hilfe Ah, noch. okay, alles Einfach klar. so Ja, den. gut, weil ich kurz dann das Bild umgeschalten hätte. Aber lass gut so, es ist in Ordnung. Es ging mir nur hier, Bildregie, weißt du, deswegen. Nee, lass gut sein, wir bleiben in dieser Darstellung. Ich verstehe deinen Konflikt. Ich sehe ihn, weißt du? Du bist als Mathematiker, als Wirtschaftsinformatiker in der Lage, eben diese Daten- und Zahlenkolonnen zu analysieren, sie zu bereinigen und auch richtig einzuordnen. Und du siehst zum einen, es gab in 2020 nicht dieses Alarmsignal. Also da haben alle mega übertrieben. Aber auch jetzt erkennen wir, dass es nicht diese große Panik bedarf, um das ganze Geschehen einzuordnen. So, das ist schon mal, sind schon mal zwei gute Nachrichten eigentlich, ja? Ja. Genau. Korrekt. Okay, dann halten wir mal das so fest. Und zum Schluss von unserem Gespräch hast du gesagt, wir kriegen noch einen Erste-Hilfe-Kurs, einen Ersthelferkurs. Ja, was hast du jetzt damit gemeint? Ja. Das ist die Idee. Genau, wenn ich jetzt hier mich zurückziehe, weil ja, ich komme nicht weiter, dann habe ich jetzt viele Ersthelfer hier ausgebildet und dann macht ihr weiter. Und das habe ich mir so überlegt. Also hier gibt es so einen kleinen Erste-Hilfe-Koffer für Übersterblichkeit oder so ein kleines Prüfschema. Drückst du dir aus, hängst du dir an die Wand oder in die Hosentasche. Also du wurdest also mit dem angeblich mit diesem Begriff Übersterblichkeit oder du wurdest mit einer angeblichen Übersterblichkeit konfrontiert. Was machst du jetzt? Ne? Also erstmal Ruhe bewahren, misstrauisch gucken, so Entschuldige, ich muss so ist lachen, klar. weil links oben gerade hier die Grundsätze stehen. Hier ist Ruhe bewahren, misstrauisch gucken, tief einatmen, ja. Das erinnert mich ein bisschen an die Fliegerei. Da hieß es immer, wenn irgendwas ist im Flieger, maintain aircraft control, analyze the situation, take proper action. Ja, das war so das allererste, so, was passiert hier gerade? Wenn das linke Triebwerk brennt, schalt nicht das rechte aus, weißt du so. Das. Und genauso hier auch Genau, erstmal. das hat man. Ruhig bleiben, erstmal tief atmen und misstrauisch gucken, finde ich am allerbesten wirklich.
Den Grundsatz hätte man in 2020 mal rausgraben sollen, ne? Was man da gemacht hat, um Panik zu verbreiten. Ich sage nur Panikpapier und so weiter. Das hat man da an der Stelle vergessen damals, ne? Aber gut, anderes Thema. Also, was ist unser Prüfschema? Wir fragen erstmal, wurde eine feste Prozentzahl behauptet? Ja, jemand sagt 5% Übersterblichkeit. Wenn das der Fall ist, würde ich immer sagen, Achtung, es ist eine Modellrechnung, damit könntest du fehlgeleitet werden. Also da gibt es vielleicht, da gibt es einen Modellierer, der hat vielleicht Interessen und du steigst gar nicht durch, wie der seine 5% berechnet hat und wirst damit völlig woanders hingelenkt, wo du eigentlich hin willst. Deshalb bin ich erstmal dafür, keine festen Prozentzahlen. Also wenn die nicht behauptet werden, prüfen wir weiter. Sind hier mehrere Einzeljahre abgebildet? Oder ist es so wie beim Statistischen Bundesamt, wo nur eine Kurve zu sehen ist und dann wird ein Modell angewendet, um diese eine Kurve zu vergleichen mit dem Median? Also wenn das eben nicht der Fall ist, mehrere Einzeljahre, ich habe mal hier geschrieben, 25 Jahre ist ganz gut, weil dann kann man eben sehen, ach, das ist jetzt eher ein hohes Jahr oder ein tiefes Jahr. Wenn das nicht der Fall ist, dann nicht drauf einlassen, ja, oder Achtung, Medianvergleiche bergen Verletzungsgefahr, habe ich geschrieben. Wenn das aber der Fall ist, mehrere Einzeljahre eben abgebildet sind, dann müssen wir gucken, haben wir irgendwie Quartals-, Monats- oder Wochenwerte? Wenn du nur Jahreswerte hast, dann ist es einfach zu grob. Ja, 2020 ist ein Balken, 2019 ist ein Balken, da steckt zu viel drin in den Balken, dass du nicht siehst, deshalb, wir brauchen es ein bisschen feiner. Wenn das also, musst du mehr Daten verlangen oder den Notruf absetzen. Und jetzt kommen wir erst, wenn das alles da ist, jetzt kommen wir erst zu der Altersbereinigung und sagen, wurde dieser durchgeführt? Und ja, über Lebenserwartung haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Also eigentlich diese fallende Sterblichkeit, wurde das mit berücksichtigt? Wie gesagt, ich bin der Fan dafür, die einfach zu sehen und nicht rauszurechnen. Bei der Altersbereinigung muss man darf die Gruppengröße nicht zu grob sein, hat Professor Kraus schön gezeigt, wie sich dann Verzerrungen ergeben. Also wenn man da mit 20 Jahren Gruppengröße rechnet, dann kommen da auch Artefakte mit rein. Und die Standardpopulation, was sagt die Standardpopulation 2020 oder ist die sinnvoll gewählt? Nicht, dass ich da irgendwie 2000, also 1950 oder so wähle, die sollte also irgendwie sinnvoll sein. Wenn das alles nicht der Fall ist, Achtung, Missverständnisse drohen, nicht drauf einlassen. Wenn das aber alles da ist, dann ist es eben gut rein zu zoomen, also filtern nach Regionen, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Was ist mit Bundesländern, nach Altersjahren? Ich möchte nur die Gruppe der 20- bis 30-Jährigen sehen und so weiter. Und das ohne Hürden. Damit meine ich, ich will nicht Programmierer sein, um mir diese Zahlen anzugucken, sondern ich möchte eigentlich nur Knöpfe drücken. Ja, und dann soll das sofort das Bild aufbauen, wie sieht es aus in dieser Altersgruppe, in dem Bundesland und das als Heatmap zum Beispiel auf Wochenebene und so weiter. Und wenn das alles gegeben ist, dann kann ich eigentlich erst reingehen in die Daten und Aussagen treffen. Sagen, das ist jetzt hoch, das ist niedrig, aber in dem Bundesland war es so. Woran könnte das liegen? Und dann kann man reingehen und sagen, welche Effekte sehen wir hier? Woran liegen die? Was sind die Ursachen? Ja, und da immer den Hinweis, Achtung, multikausal, nicht nur sagen, das ist die Impfung oder das war die Maßnahme oder hier ist die Pandemie, sondern da spielen immer viele Sachen mit rein. Aber da fängt dann die Diskussion erst an. Aber eben gesagt, die Schritte vorher sind halt notwendig. Ich mag den Humor und den Sinn für Ironie, den du in diese Grafik mit reingepackt hast, ja. Also Gefahrenbereich zügig verlassen und sowas, das kommt bei mir gut an. Und jetzt die beste Nachricht. Wir müssen das nicht neu erfinden oder bauen, sondern es ist schon da. Das gibt's alles schon und das nennt sich Mortality Watch. Also das ist jemand, der hat eine Webseite aufgesetzt. Ich kenne den persönlich und der hat sich viel Gedanken gemacht, wie man das darstellen könnte. Also er war genauso frustriert wie ich, glaube ich, wenn man diese Sterbefallzahlenvergleiche sieht und weiß, dass es besser geht. Und da hat er in seiner Freizeit dieses Tool gebaut, wo ich genau das alles machen kann. Also wir müssen ja jetzt nicht reingehen, aber ich kann jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Du wählst dein Land aus oder das Bundesland. Du sagst, in welchem Zeitraum, schiebst einfach so einen Schieber hin und her von 2000, weiß nicht, 20 bis 22, möchtest du die Zahlen als Linie oder als Balken. Du möchtest sie altersstandardisiert haben oder. Ja, er hat auch nochmal eine extra Seite nur für Deutschland gemacht. Super gut gemacht.
alles per Mausklick zu sehen und damit kann man wirklich arbeiten. Und wie gesagt, der Ben heißt das, also Ben heißt der nette junge Mann, der hat das in seiner Freizeit gemacht, der hatte auch so einen Spendenbutton auf seiner Webseite. Ich kann nur empfehlen, ihm da ein paar Euro dafür zu lassen, weil das ist echt genial, das Tool, mit dem jeder über den Browser sofort loslegen kann und gucken kann, ob das, was einem erzählt wird, stimmt, ja, ob das sich mit den Rohdaten wirklich in Einklang bringen lässt. Okay, da gehen wir jetzt aber nicht mehr im Detail drauf, sondern du hast es nur noch als Schlussinfo, als Schlussakkord nochmal dran. Wer tiefer gehen möchte in die Daten, da reingucken. Okay, alles klar. Wunderbar. Dann schalte doch mal bitte um, dass wir die letzten Gedanken noch in der anderen Ansicht finden. Okay, Marcel, das muss ich jetzt alles erstmal verarbeiten und einordnen, weil zum einen viele Zahlen, Daten, Diagramme und so für viele Leute nicht immer so einfach zu handhaben sind. Aber ich finde, du hast es wirklich gut erklärt und ich konnte dem folgen. Und für mich sind jetzt wirklich diese zwei Punkte essentiell, die wir vorhin gerade auch gesagt haben. Es war weder die Panik notwendig, 2020, aber auch jetzt dürfen wir nicht in diese andere Panik abrutschen, die uns quasi hier oft gespiegelt wird in alternativen Medien auch. Ich will gar nicht sagen, dass wir nicht hinschauen müssen, sondern die Aufklärung, die Aufarbeitung und auch die Verhinderung, dass eine mRNA-Impfung jetzt quasi Standard werden soll für alle möglichen Verfahren, das darf es auf gar keinen Fall sein. Aber offensichtlich ist es nicht diese große Katastrophe, wie jetzt so berühmte Leute wie Luc Montagnier oder andere da eben die ganze Zeit propagiert haben oder postuliert haben, nicht propagiert haben. Ja. Das ist für mich jetzt schon mal die Quintessenz aus unserem Gespräch jetzt daraus. Wo das hinführt, hast du auch gesagt, wissen wir jetzt nicht, aber es ist zumindest schon mal, nimmt ein bisschen Druck vom Kessel, ja. Ja, und ich plädiere dafür, dass die Aufklärer, die nicht denselben Fehler machen, wie in 2020 die Regierung oder das Statistische Bundesamt gemacht hat, mit einer falschen Methode oder mit Zahlen, die krass klingen, rauszugehen und irgendwas begründen zu wollen oder irgendwas zeigen zu wollen, sondern es wäre gut, wenn sozusagen unsere Blase sich an den tatsächlichen Sterbefallzahlen orientiert und das, was ich sagte, was altes Wissen ist, eine Standardisierung benutzt und dann die Zahlen so zeigt, wie sie sind und am besten diesen Begriff Übersterblichkeit gar nicht mehr verwenden, sondern wir sagen, wir sehen hier eine Auffälligkeit und diese Auffälligkeit kann ich begründen, kann sie zeigen in Linien oder in Balken und nicht in einer Zahl und die Zahl ist jetzt in Stein gemeißelt, weil das ist immer ein Modell, das Modell ist immer angreifbar, dafür muss ich Annahmen treffen und ich habe diesen, also lasst uns doch weniger angreifbar machen, indem wir gar dieses Modell nicht mehr benutzen, keines dieser Modelle, sondern indem wir einfach die Zahlen vergleichbar machen durch diese Standardisierung und sie dann zeigen, grafisch zeigen und dann kann man sagen, was man da sieht, ohne sie die Komplexität so zu reduzieren auf eine Zahl, weil da bin ich, diese Notwendigkeit haben wir gar nicht. Also das sollten die Aufklärer machen, das wäre mein Wunsch. Tja, bin gespannt. Der Ball ist im Feld. Ne? So, jetzt möge ihn jemand aufnehmen und daraus dann weitere Schlüsse ziehen. Also ich glaube, ab jetzt fangen wir uns auch an zu wiederholen. Das ist jetzt ein langer Ritt gewesen. Ich danke dir für deine Zeit und vor allem auch für deine Arbeit, die du in diese ganze Analyse gesteckt hast. Vielen Dank dafür und alles Gute für dich, Marcel. Danke, Robert, für die Gelegenheit hier. Das war mir ein echtes Fest. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich wollte mich nur noch mal persönlich bei euch verabschieden und Danke sagen für das große Interesse, weil wer bis jetzt dran geblieben ist, der hat wirklich wissen wollen, um was es hier geht. Also zwei gute Nachrichten, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, keine Panik damals, aber auch jetzt keine Panik. Vielleicht können wir das mal als positives Feedback aus diesem ganzen Gespräch mitnehmen. Wir werden sehen, in welche Richtung es uns führt in der nahen Zukunft. Es gibt genügend Menschen und Organisationen, die sich weiterhin diesem Thema verschrieben haben. Wir bleiben da auch dran. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, hier bei Steinzeit, bei NuFlix oder bei welchem Kanal wir auch uns treffen werden. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal, alles Gute.